Please hold the line. Kann dir meine hauen? Bitte halte die Hundeleine. So, Multiplayer. Ich muss hier nämlich gerade alles 10.000 Mal. Ich muss hier gerade. Oh, Host. Ist wieder Penispumpe. Geil. Ich kann auch nicht beitreten. Jetzt. So, jetzt ist offen. Ah, sehr schön. Jetzt ist auch wieder alles richtig. Setz uns doch nicht direkt nebeneinander. Marc noch im TS hier? Nein. Irgendjemand muss aber direkt nebeneinander sitzen. Nee, weil Fabi sich in die Mitte gesetzt hat. Wenn Fabi sich auf Rot sitzt, setzt er sich nicht nebeneinander. Es muss irgendjemand direkt neben jemandem sitzen. Doch scheißegal. Was ist denn jetzt hier schon wieder? An den Längsenden. Da hat man aber auch keinen Platz. Ich nehme eine Breitseite für mich alleine, weil ich Malle bin und mehr Platz brauche. Ich bin fett. German. So. Obwohl, Malle, mach mal neben dir da Platz. Nein, ich mach da keinen Platz. Das ganze Bitte, ich will nicht pink sein, lass mich orange sein. Finger weg von meinen Zonen. Spiel. Ja, Alter, diesen Sommer kommt eine neue Staffel von Rick and Morty. Ja. Das ist schon geil. Xyf? Ja? Ich nehme dann unter dir die Ecke bei mir weg, ne? Wie meinst du das? So, dass ich hier den Platz hab. Ich hab nur bis zur Tischkante gemacht. Ja, das hast du gut gemacht. Kannst du Türkis löschen? Kann man das oder machen? Oder rausgehen? Ah, ich hab das gelöscht, ja, stimmt. Ich und Eddie hier. Das wollte keiner ausbreiten, wa, Eddie? Weil Eddie ja, wollte jetzt nicht so. Yo, pink. Ja, genau. Jetzt kommt Dave und das war Eddie. Ja, jetzt war das pink. Eddie nimmt die Scheiße da weg. Meinst du, das bin ich nicht. Bist du? Dave ist das. Die Farbe. Alter, ich kann. Ja, Mali, warum hast du das denn da selber so groß gemacht? Ja, genau. Wechsel jetzt einfach die Farbe und sagst, ich bin das gewesen. Mali ist Tee. Big Bad Traitor. Ah, jetzt sitzt hier mal mit dem Mini, ey. Da geht mir echt ein Stift raus, ey. Joint. Jetzt muss man eine Doppelläufige damit bedienen. Wo kriegt man dann gleich die Dingsen her? Was man isst, so Faschist oder so? Die das Pakete, das zieht man gleich aus den Paketen. Da waren Uhren da drin. Okay. Aber ich stelle jetzt gerade erstmal alles ein, versuche das irgendwie, dass der Chat auch vernünftig angezeigt wird. Inni, werd doch rot und dann kannst du noch bei Fabi dicht dran und dann ganz nach unten runter. Da bist du rot, Inni. Ich hab schon ehrlich überlegt, ob ich da wieder zu rot gehe. Ja, dann tu es einfach. Tu es, Bitch! Hör ich hier rum wegen den Farben, ey. Oh, geht nicht, egal. Hab den Chat offen. Nehmen auf mit 30 FPS. Und dann würde ich mal sagen, delete ich. Wir sind jetzt 7 Leute, richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Aber du hast bei mir doch gar keine Zone. Bei mir. Nee, ich habe auch noch keine gezogen. Ich hätte genauso. Blau, nimm deine Finger da weg. Eddie. Was? Jetzt hat er. Nimm dein Cursor von meinem Bereich. Fabi, ich hab schon das richtige Spielbrett. Bin auf einem anderen Bildschirm. Was hast du schon? Ich hab das richtige Spielbrett in die Mitte gelockt. Und die anderen beiden. Ja. Gelb ist Malle, ne? Und pink war Dave, ne? Boah, lila. Ja. Und du musst in. Aber hier steht noch Garry's Mod drin, Fabi. Hm? Wo? Im Stream. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich aktualisiert. Jetzt muss ich aktualisiert haben. Ja. So, dann, was macht ihr da jetzt schon wieder mit den... Jaik! So, das ist das Richtige, ne? Die müssen weg. Dave. Weg. Und weg. Da einmal hinlegen. Dave! So, jeder zieht sich jetzt ein kleines Paketchen. Oh, Hamsterpack. Ein Hamsterpack. Hatten wir vorher gemischt?
Ist scheißegal, wir wissen eh nicht, wer was gezogen hat. Ist doch eh alles egal. Und wie empacke ich das nochmal? Ach ja, so. Und dann weg mit dem Cap. Hat jemand Bescheid gesagt, dass er nur den Faschisten... Ja, ja, Marc weiß Bescheid. Alle haben Pack. Also zack, die löscht ihr jetzt. Was? Na, alle bitte mit Rechtsklick löschen hier eure Dinger da. Genau, wir schreiben jetzt alle, was wir sind. Peter ist nochmal da raus. Kann ich löschen. Rechtsklick und Delay? Nur du. Oh, das kann doch nicht. Dann müssen wir die alle einmal rauslegen. Ich kann schon wieder nicht bewegen. So, ich kann es auch nicht bewegen. Neodero, wo ist er denn jetzt? Habt ihr das vielleicht gelockt aus Versehen mit L? Nein, ihr müsst lange halten. Ihr müsst länger halten. Nee, es kann auch manchmal sein, dass es locken. Ich muss jetzt Dingsen schreiben, was ich bin, ne? Genau. Wie ist nochmal seine Nummer? Guck doch im Chat. Guck doch einfach bei uns in die Gruppe. Ich kann 1, die jetzt 2, nämlich. Das, ne? Ja, genau, genau. Marc hat geschrieben, ja ehrlich, ich will Bescheid geben, ich bin beschäftigt. Da wo ich knapp 10 Minuten noch geschrieben habe. Falls. Ja, das war vorhin. Ja, vorhin. Ach so, du meinst wegen. Das ist das letzte im Chat, wirklich, wo er geschrieben hat. Also ich glaube, er ist on. Ja, ach so, das war. Ja, ja, der er ist mit on the Party. Hitler, kann das sein? Das wird, glaube ich, sehr anstrengend. Kann man die Karten irgendwie die Abstände noch weiter auseinandernehmen oder so? Nein, nee, nicht, dass ich wüsste. Die schieben sich ineinander. Ja. Du kannst sie aber, wenn du über der Karte bist und Alt drückst, kannst du sie größer machen. Dann kannst du die einmal vergrößert darstellen lassen. Ah, okay. So. Liebe Leutchen, seid ihr soweit? Jawohl. Ach, so. Ja. Ach nee, ich muss ja auf Marks Antwort warten. Ich guck mal, ob ich die Musik ein bisschen hochreguliere. Ich glaub, was wir. Fabi, ich guck keinen Stream, okay? Komm doch, hau. Ihr könnt den auch von mir aus auch alle teilen. Ja, aber es bringt aber dann weißt du seine Rolle. Dann weißt du seine Rolle. Ach du Scheiße. Eddie, du guckst gerade den Stream, oder? Nein. Eddie? Ja. Ernsthaft? So. Ich hab's nicht gesehen, ohne Scheiß. Ich hab's wirklich nicht gesehen. Weißt du, aber bei den meisten Leuten würde ich ihm nicht vertrauen, aber Eddie vertraut. Ja, Eddie kann ich vertrauen. Aber ihr könnt trotzdem, wenn ihr Bock habt... Ich bin ein bisschen zu schusselig, um das zu sehen. Halt bei dir um in deinem, Dings, die Karten. Ja, aber das ist ja für die Zuschauer scheiße. Ja, dann drehst du halt ab und zu um. Ja, das ist auch kacke. Ihr könnt aber trotz dessen gerne, wenn ihr Bock habt, das teilen. wenn ich erschossen werde, woran sehe ich das? Die Kugel liegt dann bei dir. Die wird dann bei dir hingelegt. Ah, okay. Dann sind die beiden zusammengelockt. Entschuldigung, ich war das aus Versehen. Leg dir doch einfach mal hin und gut ist. Ja. Ach, jetzt kann der Präsident... Es haben noch nicht alle Mark geschrieben. Ich hab. Hä, wieso sind die Kugeln immer noch zusammengelockt? Habt ihr alle Mark geschrieben? Ja. Ach, warte, nee, ich noch nicht. Würdet ihr mal bitte alle die Finger von den Kugeln malen lassen, dann mache ich das mal eben hier so. Jo. So, die ist nicht gelockt. Hab ich Rot. Hini, nimm deine Flossen da weg. Habe ich hier was gelockt? Woran sehe ich das, wenn ich was gelockt habe? Ja, da geht ja gar nichts. Warum geht da nichts? Oh, Leute. Ich glaube, ich habe die kaputt gemacht. Ich mache die mal wieder heile. Ja, ich hoffe mal. Warte, dass die Finger weg von den Kugeln? Jetzt sind die komplett gelockt, oder wie? Also gerade eben konnte ich eine anheben. So warte. What the fuck? Lass die Kugel was habt ihr getan? Ja, yes, endlich. Jetzt haben wir sie auseinander. Oh mein Gott. Ja, jetzt lass dir die Finger davon. Ich hab die mit F7 aus Versehen zusammengeklatscht. Oh. Die sind gut, dass du Kette. Sagst, wie das geht. Rex? Was denn? Warte, ich muss mir was holen. Ich bin gleich wieder da. Ja, fick dich. Gibt sich irgendwelche Sachen, die sich immer hinterherziehen im gleichen Abstand? Weil die kann man mit der Kette ja auch locken. Fabi ist Hitler. Fabi ist Hitler! Echt? Nein, nicht klauen, Xyf. Nicht klauen. Das ist. Ich guck mir den Stream nicht an, Alter. Ich bin da live dabei, wieso muss ich mir den scheiß Stream angucken? Aber, hey, wer hat denn das gemacht? Was?
Kugel versteckt. Ach, Leute. Ich muss die Kugel bitte wieder hinlegen. Gleich. Guck bitte mal da nicht rein, Gabel. Guck mal bitte rechts bei den Notes. Was? Original Developers of Secret Hitler. Der dritte Name, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wo denn? Wo seid ihr denn? Namen. Was? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wo seid ihr denn? Wo bist du? Ja, wo bist du denn? Unten rechts. Da steht auch Text, ne? Ja. Wenn du mal guckst, da steht die Schrift in Rot. Das sind die Entwickler. Ja. Die offiziellen Erfinder. Okay. Der Name. Habe den Namen da jetzt hinzugefügt. Irgendjemand hat weiß den Namen. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wofür sind diese Karten hier, diese Platten? Die bleiben da liegen. Die bleiben da nochmal liegen. Okay. Welche? Die, meinst du die Previous Elected? Ja, die hier. Das sind die Markierer, die du nicht wählen darfst. Als Kanzler. Präsident können die beiden noch werden, aber Kanzler dürfen die nicht werden. So, so eine Karte dir doch erklärt. Die da liegen nicht. Nur diese Stellkarten. Ja, die Stellkarten kommen ja. Die werden vor ja. Demjenigen. Von dem Gegentypen. Ja. Und wenn du gewählt wirst, kriegst du die. Also wenn das zustande kommt, kriegst du die beiden Karten davor. Und ich habe dir gesagt, die können nicht Kanzler werden. Hilft doch ein Gedächtnis wie ein Sieg. Ja, hab ich auch. Wie ein Fisch. Wie ein Goldfisch. Aber ja, das erklärt sich eigentlich alles von selbst. Ja, ich hoffe es. Prost, Mädels. Prost. Prost. Die Pfeil. So, es wissen alle Bescheid. Ich bin aufgeregt. Und ich würfel. Marc muss dir das doch gesagt haben. Hat er. Ja, ich sag ja, ich weiß Bescheid. Ich sehe es gerade nicht. Blau. Eddie fängt an. Hör mal auf, Hini. Yay. Hini. Das bin ich. I'm the President. You're the President. The President. Wen willst du? Allen Schuss. Arnold Schwarzenegger. Oh, mal Rex. Aber für die letzte Runde. Jetzt müssen wir ja oder nein sagen, ne? Ja. Oh. Zack, und umdrehen. Das muss sich einer. Das müssen wir uns jetzt mal eben kurz notieren auf meinem Notizblock. Manu und Dave. Ja. Manu und Dave. Alter, bist du random oder was? Nein. Ja, ich freue mich. Du bist der einzige Eddie, random Dave. Bei meinem neuen Mikrofon ist ja noch so ein Standpult dabei. Ich habe dann keinen Lenkarm mehr, sondern so ein Pult, so ein Standfuß vor mir. Wenn du Platz auf deinem Schreibtisch hast? Nee, dann hängt mir nicht mehr so ein Arm mitten rein. Ich habe auch so einen Standfuß dafür, aber ich fand den Standfuß ein bisschen unpassend. Ich muss Karten nehmen, ja, auf jeden. Also jetzt nicht so einen großen, ne, sondern so einen ganz kleinen Pult-Standfuß, wie du es damals bei den... Achso, du meinst so eine Plattform? So eine kleine Plattform, so eine schwere. Ja, genau. Ja. Okay. Wurde nicht die Wahl gelassen. Nein. Eddie? Ich hatte 3 rote gekriegt. Ich weiß nicht, warum ich immer dieses Glück habe. Okay. Ja, okay. Ja, gut. Sagt noch nicht viel aus. Nee, kann passieren. Alerta. Alerta. You are the President. Ja, gut, aber Rhythmus kann auch eine blaue weggepackt haben und sagt dann einfach, ja, ich hatte keine Wahl. Ja, das kann, aber wir haben einen neuen Stapel. Wir können jetzt noch nicht rechnen, wie mathematisch wahrscheinlich das ist. Ja, aber dass man das im Hinterkopf behält, ne? Nö. Wer ist jetzt? Ach, Fabi. Hallo, lieber Reinstimmen. Ach, ich bin. Da. Oh, Entschuldigung. 1, 2, 3. Malle hat jetzt auch Nein. Tief. Malle haben Nein gedrückt und Dave auch vorher. Einfach weil ich Fabi nicht mag. Vielleicht versuchen die Hitler einfach irgendwas zu symbolisieren. Ihr dürft nicht vergessen, der, Hitler weiß nicht, wer die Faschos sind. Ja. Schilde. Ey, das wäre schlau. Ja. Malle und Dave sind schon leicht verdächtig und Zyf jetzt hat jetzt gesagt, dass er das weiß. Oh, ich bin Kanzler. Mit seiner nächsten Nein-Karte, ja. Aber die Faschos wissen untereinander. Also erstmal muss Dave seine. Genau. Ja. Dave muss jetzt erstmal seine 3 Dingskarten. Ich bin dabei. Natürlich hat er in Ruhe echt. Und wer dachte jetzt nochmal meine Karte da? Wenn hier gleich eine rote liegt, darf derjenige, der gerade Präsident ist. Deine Karte, deine Party-Member-Karte, wo jetzt liberal oder Faschist draufsteht. Nicht, wo jetzt zum Beispiel Hitler draufstehen würde. Jo.
So, liebe Leute, ich habe diese und diese Karte bekommen und ich werfe diese Karte weg, das... Und... Zack! Dann die Wahl gelassen. Sehr schön. Ich hab die Wahl gehabt, richtig. Fabius Hitler. Was? Das sind diese scheiß Theorien schon wieder, ne? Oh Gott! So, wo ist Hini? Wo ist mein Lieblingsasiate? Hier. Da. Ich will Hini soll Hitler werden. Kanzler werden, ups. Hitler werden. Ich soll Hitler werden, okay. Ja. Oh, was? Rex! Da reckst du! Ja, darfst du das machen. Rex flippt hier einfach wild Karten. Ich dachte, es liegen schon alle Karten da. Halt die Fresse. Jetzt. Hey, einstimmig. Hini ist Hitler. Das macht mir irgendwie Sorgen, dass das einstimmig passiert. Ja, und mir auch. Von dem. So. Voll, ich bin so rot, ne? Boah, es ist warm hier drin. Aber oh meine... Gott, liegt die jetzt bei dir? Ja. Ich hab die nicht gesehen. Wie meine Geräte einfach diesen Raum aufheizen. Ich hab hier 34 Grad drin. Das ist ja wohl ein warmer Bruder. Fabian, bist du Mitentwickler von dem Spiel? Steht doch, rechts. ich hab hier ein Thermometer in Rex. Ein Negameter. Ja. Aha. Ich hab die Wahl bekommen und Rex, also ich hab die Wahl bekommen. Rex, was hast du weggeworfen, Rex? Eine Liptart. Liberalkarte, ja. Liptart. Ja. Also das heißt, du wolltest ihn unbedingt proven. Ja. So. Fabi, dann wähle deinen Kanzler. Würdet ihr jetzt mal... Was ist denn da los? Rex! Was passiert da? Ihr könnt da oben einstellen, dass er 90 Grad hier Rotation hat, ne? Wo? Ja. Warte, das mal jetzt. Ach, 15 Grad. Ach. Dankeschön. Ja. So, Fabi, würdest du bitte deinen Kanzler wählen? Wer war jetzt schon alles Kanzler? Es war einmal Rex Kanzler. Malle war jetzt bis jetzt noch nicht und Typ. Ja, ich war einmal Kanzler, das stimmt. Ich will Xyf. Ich möchte gern Xyf ein bisschen prüfen. Ich hab Angst vor Xyf. Warum haben wir Angst vor mir? Ach, Hini! Ja, der Asiat schon wieder. Nee, ja, weil ich glaube, dass Malle, Dave oder Xyf einer von denen, oder besser gesagt zwei von denen, Faschus sind. Und die haben versucht, mit den 9 Votes in den ersten beiden Runden irgendwas Hitler zu symbolisieren. Ja, auf jeden Fall. Könnte irgendwie. Ich wollte nur meine Bewunderung mitteilen. Ich mag Rex einfach nicht. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche Stimmrechte hast. Achso, ganz wichtig, Xyf, du darfst das, was du an Karten kriegst, du darfst da erst drüber diskutieren, wenn du deine Karte offen hingelegt hast. Bis dahin darfst du nichts sagen. Rex, hör auf damit. Was denn? Das sieht man überall, ne? Ich habe ihn nicht die Wahl lassen können, weil ich 3 rote gezogen habe. Du darfst jetzt eine Party-Membership-Karte dir angucken. Ja. Würdet ihr damit bitte aufhören? Ich habe nur ein Land Wort benannt. Aus seinem Stream rausgenommen. Ich habe nur ein Land benannt. Ja, und Dave hat gleich noch was hinterhergeschoben. So, wessen Karte? Ja, eben. Wessen Party-Membership-Karte wird jetzt überprüfen? Ja, ich überlege ja gerade. Über Dave und Malle haben wir am wenigsten Informationen. Ja, Gott, was. Doch, Dave hat eine Farbe, Malle auch. Ja. Wer hat jetzt bisher die Blauen gelegt? Das waren Rex und ich. Okay. Ich nehme Dave. Deine Party... Dave. Party-Membership. Ich nehme jetzt seine Party-Membership-Karte. Bitte verdeckt auf den Tisch legen. Also da, wo Liberal oder Faschist draufsteht. Ja, oder mir gleich geben. Dave ist Liberal. Bitches. Ah, wer weiß. Vielleicht ist Dave ja auch... Ja, vielleicht ist er auch Faschist. Und ist Hitler. Ja, auch. Das ist echt so, und die haben sich gerade kennengelernt da. Das kann tatsächlich sein, dass er jetzt versucht, Hitler zu decken. Das kann alles sein. Aber Dave ist liberal, genauso wie ich. Aber Fabi kann nicht ja, wissen, komm. Dave Schuss, genau. So gut. Was, wo kam dieser schwule Touch denn her? Von Dave gerade. Dave muss sich entscheiden. Dave und ich haben uns gerade ein wenig beschnuppert.
Ich nehme Malle. Ja, da kommt jetzt zu mir. Leck doch mit mir. Das ist nämlich ein kleines, wenn ich mal bestimmt. Yes. Wer soll jetzt? Nö. Yes, we can. Yes, weekend. Genau. Fabi? Ja, oh, Fabi, pardon. Fabi, wen haben wir gewählt? Ja, wir wählen nicht Malle zum Präsidenten. Nicht? Nee. Oh, Entschuldigung. Ja, toll. Was? Wieso wählen wir denn nicht Malle? Das wollte ich... Das Malle ist Fascho. Guck dir doch mal seine Augen an. Ja, genau. Ich hab... Was für Augen hab ich denn? Du hast Judenaugen. Blaue Augen. Blaue Augen, blondes Haar, deutsche Träume werden wahr. Ich sag da jetzt nichts zu. Ich auch nicht. Rex, hast du auf Snapchat geguckt? Ja, deswegen hab ich doch vorhin gesagt, Dave! Ach so, okay. Ich sagte, du wolltest einfach nur meine Aufmerksamkeit oder bist behindert. Irgendwie. Ja, beides. Ja. Oh, nice. Ich habe zwei blaue hingelegt bekommen. Ich habe ihm nicht die Wahl gelassen und ich habe eine rote abgeworfen. Sicher? Mhm. Ja. Ja, ich bin mal auch fast sicher. Nee, jetzt muss ich nachdenken. I have to think about it. Weil ich war mir immer noch nicht sicher, ob Malle und Dave vielleicht einfach tatsächlich Faschos sind. Und ich habe jetzt tatsächlich, obwohl, nee, warte. Fabi hat gesagt, Dave ist liberal. Ja, Dave ist liberal. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob Fabi, Dave, Malle oder Zyf Faschos sind. Bei Rex bin ich mir relativ sicher, dass er liberal ist und über Eddie habe ich einfach nicht genug Informationen. Das heißt, die Liberalen wählen bei Rex jetzt... nicht riskiert, sondern direkt zwei blaue reingedrückt. Das heißt, bei Rex wäre jetzt liberal, ja. Korrekt? Eigentlich schon. Genau. Ja. Oh, Dave, hör auf damit. Dave. Oh. Warte, Moment, ich werde noch... Warte. Was ist denn, als jetzt für eine Karte, die weggelegt wird? Nein, da lagen nur noch zwei. Bei zwei Karten wird gemacht. Wissen alle, was passiert, wenn hier, wenn wir hier sind? Nein, ist doch kein Problem. Wenn da die rote Karte liegt, dann wählt der, darf der momentane Präsident einen Präsidenten seiner Wahl wählen. Ne, und dann geht das wieder mit Kanzlerwahl, bla bla bla. Ist das vorbei, geht das wieder nach normalem Rhythmus. Das heißt, wenn Malle jetzt da wäre... Es ist quasi nur eine Zwischenrunde. Genau, aber wenn diese Zwischenrunde durch ist, ist der nach Malle wieder Xyf dran. Ja, und okay. Nicht der, der nach dem Präsidenten gerade war. Nur, dass alle wissen. Ich will das Malle nochmal alles so genau erklären. Dave, Malle und Fabi. Ich erkläre es gerade allen. Umdrehen. Einstimmig, ich bin besser als Hitler. Das macht mir irgendwie eher Sorgen, dass das einstimmig ist. Darlin. Weil ich für dein Gewissen lieber mit Nein stimme? Ja. Naja, das versuchen halt gerade alle so liberal wie möglich zu wirken. Ja, ich bin halt. Ja, aber einer, der Faschus muss doch mal einen Zug machen. Ich meine, es sind jetzt schon drei liberale Karten da. Aber glaub mir, das kommt schneller, als man gucken kann. So wie du? Oh, danke, ich hab. Oh, ja, du darfst nehmen. Ja. Gesagt habe, er hat mir nicht die Wahl gelassen. Weil es ein Fascho. Darf ich das kommentieren? Ja, natürlich. Kannst sagen, was du willst. Ich habe ihm die Wahl gelassen. Ich habe zwei blaue und eine rote gehabt und habe eine blaue weggeworfen. Rex hat auch sehr lange überlegt. Die Wahrscheinlichkeit, zwei blaue zu ziehen, ist echt gering. Aber Rex hat trotzdem. Rex hat für eine Nichtwahl, also für zwei rote, die, wie er meint, wie er bekommen hat, sehr lange überlegt. Ja, weil ich hier nebenbei noch am Handy rumfummel. Na, ja. Gott, nein. Aber ich überlege, Rex damit wenn Malle recht hat, sind in den neun Karten nur noch eine einzige blaue drin. Nein, zwei. Nein, eine blaue. Weil es sind sechs blaue Karten. Ja. Ja, stimmt, jetzt liegen zwei. Ja, eine ist da nur noch drin. Ja. Eine blaue. Jetzt darfst du den Präsidenten auswählen. Ja. Na, wer ist dein Mitfascho? Also, ich und Dave, Dave und ich sind liberal. Achso, bei dieser Wahl, ne, jetzt außer planmäßig, da sind diese Schilder egal. Er darf diesen Präsidenten-Button hinlegen, wo er möchte.
Genau, erstmal so. Und du darfst jetzt wählen. Also ja, Dave ist auf jeden Dave ist auf jeden Fall liberal. Ich habe seine Membership-Karte gesehen, ich bin auch liberal. Wenn wir den beiden glauben. Wenn ihr uns glaubt, richtig. Darf der Präsident nochmal die Karte von jemandem angucken? Oder nur einmal? Nein, 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 das ist nur dieses eine Mal, wenn da die rote gelegt wird. Ja, okay. Also gesagt, wähl mich oder Dave. Und dann wähle ich den. Wenn er Hitler wählt, dann haben die Faschisten. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, wenn ihr. Sonst doch, Präsident kannst du ja zum Beispiel dann. Wen können wir denn. Na, wähl mich. Gib zu. Typ ist am wahrscheinlichsten. Lass mich doch mal nachdenken, bitte. Ja, ich versuch dir ja dabei zu helfen. Typ ist am wahrscheinlichsten entweder Hitler oder ein Liberaler, der einfach bis jetzt noch nicht wirklich eingebunden wurde. Ja. Wenn du ihn jetzt zum Präsidenten machst und er mich zum Kanzler, kann ich. Du kannst aber genauso Hitler sein. Ja, aber ich habe schon zwei blaue gelegt. Also ja, eben genau. Ein Hitler spielt liberal. Ja, aber bis zu diesem Punkt. Eben, ja, du bist Dave proven von Fabi und von Fabi ja. Hat bis jetzt auch wie ein Liberaler gespielt und versucht vielleicht einfach dich zu decken, damit wir beide euch trusten. Ja, aber ein Kanzler will jetzt unbedingt ein Hitler möchte jetzt unbedingt Kanzler werden. Ja, deswegen willst du auch Dave den einzigen, wo du von ihm direkt die Karte gesehen hast. Nö, ihr könnt Dave auch als Präsi wählen und Dave entscheidet, wer Kanzler wird. Wer war der erste Weil Präsident? Dave ist liberal und ich vertraue Dave. Ich war der erste Präsident. Eddie oder wie? Ja. Also ich vertraue Dave. Gib Dave die Präsidentschaftskarte. Das macht am meisten Sinn. Weil wenn er Hitler ist, dann kann er sich nicht selber wählen. Eben. Und was ist, wenn Korax Hitler ist? Das ist relativ. Das könnte ja auch. Das könnte ja wirklich sein, dass. Ja, könnte, natürlich. könnt ihr mich auch ruhig dann rauslassen. Mir ist das Latex. Dave ist aber hundertprozentig liberal. 100%. Also ich bin ein möglicher Hitler. Oder wir geben einfach Zyf Präsident und Zyf wird dann Eddie. Ja, Zyf macht einfach. Ja, scheißegal. Ja, aber was sagt uns, dass Eddie nicht Hitler ist? Was ist aber, wenn Zyf ein roter ist? Dave auch. Ich hab ja gar nicht Dave, die Möglichkeit. Dave ist 100% liberal. Ich meine, wenn Zyf und Dave rote sind und Fabi Hitler oder auch noch ein Roter. Wenn Fabi jetzt Hitler ist und Dave als liberal verurteilt hat quasi und Xyf rot ist, dann weiß Xyf, dass er eine falsche Aussage gemacht hat, weil die Faschos ja untereinander wissen, wer ist. Und dann weiß er, dass Fabi eine Falschaussage gemacht hat, um so Dave ins Boot zu holen dafür. Das oder klingt ein bisschen unlogisch, aber das, was Billy gesagt hat, dass Dave, also Dave ist Hitler sein könnte, das. Dave ist 100% liberal. Wie viele Faschos gibt's denn überhaupt? Zwei Faschos und ein Hitler. Achso, ja, stimmt, denn wir haben ja schon einen Rex als Fascho. Was? Hä? Wieso ist Rex Fascho? Ja! Wir haben Rex als Fascho, Rex doch. Ist ein Fascho. Malle hat ihm die Wahl gelassen. Ich hab Rex als Malle hat ihm die Wahl gelassen. Ja, was? Ja, und Rex hat rot gewählt. Er hat mir zwei Faschokarten gewählt. Malle halt auch einfach ein Fascho und lügt. Ja, aber wenn ich ein Fascho wäre, würde ich. Wie gesagt, Rex hat mir zu lange drüber nachgedacht, welche Karte er wählt, dafür, dass er zwei rote haben soll. Okay, ich glaube ihm sein Handy gedaddelt nicht. Malle will einfach mich und ich will Eddie. Ich vertraue Hini nicht. Liberalen drücken, nein. Er ist ja auch liberal. Karte, den kann man nicht vertrauen. Ich bin nämlich liberal. Ich will wenn bei Dave, Fabi ja. Wenn du Fabi drück ich nein. Ja, nicht ja, weil Dave ist... Spielst, dann ja. Dave ist zu 100... Was macht ihr jetzt gerade dafür eine... Nein. Leute, bei der Präsidentschaftswahl, die ist safe. Okay. Da wird nicht gewählt. So. Dave entscheidet jetzt, wer Kanzler ist und das wird gewählt. Dieser Präsident ist zu 100%... Ja. Er ist jetzt Präsi. Ja, warte, ich bin jetzt Krüsi. Ich genau. Gebe den Chancellor. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Beim Kanzler kannst du es nicht machen, beim Präsi kannst du es machen. Ah, okay. Ja. Weil ich halt dachte, du sagst ja vorhin, dass jetzt halt Sonderwahlrechner von Strichen ist. Weil dann hätte ich halt gucken können, ob jetzt Rex der Fascho ist oder nicht. Und Rex ist schon ein Fascho für mich. Ja, für dich ist alles perfekt, ja. Ich würde versuchen, Malle vielleicht zu proven. Das Ding ist, Dave, wen erschießt gerne. Du eigentlich? Ja, wen erschießt du? Das ist eine sehr hohe Chance, dass ihr jetzt halt... Das Ding ist... Ich würde Hini erschießen.
Was? Okay. Ja, okay, dann wähle mich wenigstens als Kanzler, dann darf ich ja, aber Hini kann, aber Hini kann auch Hitler sein. Fascho-Boy. Und dann ist Fabi der andere Fascho. Dann seid ihr beide Hitler und einer der Faschos. Nein. Das Problem ist, Hini kann Hitler sein. Das ist drei Schossen haben wir gewonnen. Anstatt Fascho auch. Nein, wenn er jetzt gewählter Kanzler wird, ist das scheißegal, dann ist das Spiel vorbei. Ja, stimmt. Fabi hat halt ehrlich gesagt, was ich bin. Und ja. Liberal. Deswegen du bist 100% liberal. Rex ist für mich ein Fascho. Das heißt, ja. Was, sind, Alter? Malle ist liberal. Genau. Da haben wir schon mal drei Liberale. Genau. Und, bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Die reden Dave, zu wenig. Also, Hini weiß Dave, ich nicht. Die anderen beiden da oben reden zu wenig. Dave, ich will dich jetzt noch was einbeziehen lassen, ne? Ja, ihr hört ja nicht auf zu reden. Dann haben wir gar nicht die Chance zu reden. Was ist, wenn Fabi Fascho ist, deine Karte richtig angesagt hat und Malle Hitler? Alter, das ist ein Mega-Fight. Oder dann lass Malle raus. Fabi könnte auch. Das ist unsicher, wenn du in diesem Kreis denkst. Ich bin liberal! Nimm Züf! Züf ist fucking also neutral! Nein! Ich hab keine Ahnung, ich glaube, ich trau. Ich bin nicht Fabi und Dave überhaupt nicht. Nein, ich glaub, Dave! Du bist auch ein Faschist. Liberal, ich trau dem nicht. Ja, weil wir keine Informationen nein, haben. Ich will nein. Ich weiß nicht, ob es Hitler ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass Züf Hitler ist. Umdrehen. Glaube ich auch nicht. Bist du Hitler? Nein. Boah, zum Glück. Warte, es gab gerade zwei Gegenstimmen. Ja, mich. Ich habe gesagt, dass ich Nein wähle, weil ich nicht weiß, ob er Hitler ist oder nicht. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe mich der Meinung angeschlossen. Ja. Ich hätte jetzt bei allem Nein gestimmt, egal wen er genommen hätte. Damit die Wahl nicht durchgeht. Ja, weil ich nicht weiß, wer Hitler ist. Jetzt weiß ich, Züf ist nicht Hitler, das heißt, den können wir mal wieder als Kanzler wählen. Ja. Und ich kann Dave durchgehen als Kanzler wählen, weil Dave ist liberal. Aber Dave könnte ja auch wirklich liberal sein. Ja, Fabi, ich bin auch liberal. Wahrheit. Ja, ganz genau. Aber Fabi wäre Hitler. Damit nicht die Dave Wahl gelassen. Wen erschießt du, Dave? Hast du ihm die Wahl gelassen? Nein. Ich konnte ihn nicht. So, und jetzt darfst du entscheiden. Xyf zu erschießen würde jetzt keinen Sinn machen. Ja. Wir wissen, er ist nicht Hitler. Das ist Shitty Goal. Wenn du loslässt, hast jetzt praktisch sein Recht. Goodbye. Warst du Hitler? Nein. Gut. Das heißt, wir haben jetzt entweder einen Liberalen oder einen Fascho getötet. So. So. Malle war gerade, ne? Ja, es ist. Das ist Xyf jetzt wieder. Und werden jetzt die Drachen rübergeschoben? Oder? Die müssten rübergeschoben werden, ja. Also nein. Jetzt die. Nee, das war ja eine außerplanmäßige Runde. Okay. Die bleiben so liegen. Die Platten werden trotzdem rübergeschoben. Werden sie? Alter. Noch nicht. Oder? Doch, die gingen ja gerade durch. Wer war gerade Kanzler? Ich war Bundeskanzler. Bundeskanzler, Reichskanzler. So, wie gesagt, Dave ist 100% liberal. Naja, Xyf ist auf jeden Fall. Genau, leider Gottes. Dave kann nicht gewählt werden. So, mit der nächsten tritt die Veto-Power ein. Warte mal, wie viele Karten sind da eigentlich noch drin? Sechs. Das heißt, jetzt wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass noch eine blaue kommt. Damit könnte man. Boah, ich weiß nicht, ob Eddie. Nein, ich glaub. Dave, was machen wir? Mann. Ich sage, Eddie ist nein. Also, nein wählen? Nein. Gut. Oh. Ja, so. Ja, ist richtig. Er wird toll. Niedergemäht. Okay. Rex hat jetzt nein gewählt. Ja, weil ich kein Fascho bin. Ah. Meine Fresse, ey. Echt? Das ist so ein strenges Spiel. Jeden, ja. Ja, musst du auch. Ist so. Ist heftig, ne? So, Eddie. Ja, ich glaube, in der Politik ist es nicht anders, ach, die ist ja nicht durchgegangen. Genau, stimmt. Entschuldigung. Ist ja nicht durchgegangen. Eddie darf jetzt entscheiden. Ich muss echt gucken, ob Rex. Naja. Ich bin mir da echt unsicher. Ich bin liberal, Leute. Theoretisch können wir es durch. Was macht ihr jetzt? Was machst du jetzt, Dave? Ich bleib bei Dave. Ja? Also liberal würde ich sagen, machen ja. Oh. Ich wollte gerade Hini, aber Hini ist ja tot. Hini ist tot. Ja. Umdrehen. Okay, die geht durch. Bist du Hitler? Da. Nein! Nein! Alles hat nur geklappt, wie ich wollte. Sehr schön, Alter. Sehr Scheiße! Verdammt nochmal. Ja. Sehr schön, dass du den Kugel abgefangen hast. Der Asiate hat sich abgefangen. Gut so. Wer war der andere Fascho? Ach, Eddie. Das ist geil. Das Ding war nämlich, dass halt Rex, ich dachte, Rex ist halt einfach ein normaler Fußsoldat, ne?
Und ja, das hatte ich auch gerade gedacht. Das hatte ich auch gerade gedacht, dass er einfach nur Fascho ist. Und aggressiv gespielt hat. Ich war mir halt nicht sicher, ob Nitrox oder Hini halt Hitler ist. Und dann dachte ich mir, gut. Ah! Damn it! Alter, das erste Mal echt gut, direkt gewonnen, ey. Das ist mein Blut. Das ist liebe Leute, ich danke fürs Zuschauen jetzt hier für eine Folge. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen! Rex, hast du erraten, wer die beiden Faschos waren? Ja. Oh, gut. Ja, aber ziemlich schnell. So. Wieso? Nächste Runde? Ja, gut, ne. Eddie, du warst leise, aber du bist immer leise, wenn du Fascho bist, also von daher. Du hast ihm doch sogar die zwei Roten in die Hand gedrückt oder so. Ich hatte wirklich nur drei Rote gekriegt. Da hätte ich nur ein bisschen schneller legen müssen, weil... Ich weiß nicht, wie das passiert, aber andauernd. Ich hatte die ganzen letzten Runden, habe ich jetzt nur drei Rote gehabt. Das kann auch passieren, das... Ach, kann ich mir das ist mathematisch nicht unmöglich. Mathematisch? Ja, mathematisch für die Stadt. Kann man das essen? Oh, Rex spielt hier schon wieder rum. Du hast meine Hand gelöscht. Ja, natürlich. So, nehmt euch da wieder ein Ding raus. Nimm dein Ding raus. ich hab neu geladen komplett, also ist das eigentlich ja. Latex. Oh. Oder, warte mal, oder ist das wirklich immer in der Reihe drin? Das ist in der Reihe drin. Ja, dann müssen wir die Dinger wieder ins Päckchen rein und die Päckchen dann wieder da rein und dann mischen. Ich hatte noch nie genau das gleiche. Ich will aber sagen, doch, ich jetzt schon. Dass die Felder. Ja, aber ich hab zum Beispiel immer als Erste rausgenommen. Sechs. Wo müssen die Dinger hier? Amazon löschen, würde ich sagen. Füge deine Karten bitte wieder rein und dann hier rein. Weil alle Karten? Deine Karten hier wieder verdeckt, da wieder rein, ja. Er ist Secret Hitler. Nicht, dass einer seine liberalen Karte irgendwie behält oder so. Hä? Das kommt, wenn alle dran rumdrücken. So, und dann... So. Lass doch die Finger da weg. Habt ihr das jetzt? Sind da alle drin? Ja. Rein. So, Zonen einmal bitte alle löschen. Und... Oh. Alle Zonen? Ja. Und rein. Warum? Was? Warum? Um zu zeigen, dass keine Karten rausgehalten wurden. Ich gehe mal davon aus, dass ich den Leuten jetzt glaube. Hast du jetzt meine Zone gelöscht? Junge! Da und jetzt wieder. So. Ey, Digga, wer packt die denn offen dahin? Was? Was offen, wohin? Meine Karte, meine geheime Identitätskarte, lag da oben rum drin. Ey, ich bin nicht so behindert kann man sein. Ja, aber jetzt weiß er jetzt derjenige, der dir da so reingelegt hat, was du bist. Hoppla, ich hab mir die Karte so rausgenommen. Toll. Als wenn sich das einer von uns gemerkt hat. Was ist was ich hatte? Ja, aber safety first. Ja, derjenige, der seine Karte da oben reingelegt hat, ne? Der weiß ja dann, dass Rex, was Rex ist. Das ist ein bisschen unfair. Deswegen habe ich das jetzt mal schnell neu geloadet. Jetzt will ich den Tisch wegtreten, vor Wut. Ist es. Muss ich alles wieder neu machen? Alles, vor allen Dingen, ne? Ja, eine Hidden Box. So, jeder kann sich jetzt eine rausnehmen. Ich bin zu blöd, um das rauszunehmen, irgendwie. Ich hab noch Zwinker dir zu, Rex. Ich hab auch noch keine. Was ist? Mein Warten. Zwinker dir zu. Oben rechts. Hat der Auge gemacht. Super Death Note, und dir? Ich hab der Auge gemacht. Habt ihr alle eure Dingsies da jetzt schon? Ja. Muss ich das so reinschmeißen? Ich noch nicht. Nein, dein leeres da hinlegen. Ist nicht hier. Nein, aber im Chat. Aber im Stream. Ach so. Na, Michael. Fabi muss dich übrigens vorlesen, ich kann dich nicht sehen. Michael. Ja, Michael, alle anderen können natürlich im Chat nicht mit, im Stream nicht mitgucken, weil sonst würden die sehen, was ich bin. Also, muss ich jetzt Marc wieder schreiben, was ich bin? Ja, alle schreiben wieder Marc, was wir sind. Boah. Marc wird auch nur dich gespammt. Mal gucken, ob ich das auch richtig gesehen habe. Auf alt machen die Karte größer, ne? Ja. Gut, dass ich jetzt liberal bin. Jetzt darf ich erstmal suchen, wer die beiden Faschisten sind und wer Hitler ist. Deep fucking Ohio. Gib mir meine Kugel, damit ich jemanden erschießen kann. Bang dich selbst.
Was hab ich? Ah, glitscht. Was du hast, Schläge verdient. Immer, ja wirklich immer. Am Typen wie du auf die Fresse verdient. Ja, ja, der Maik hat einen Kater. Hätten wir jetzt vielleicht, vielleicht auch mal die uns anders hinsetzen sollen oder so? Ja, so. Ist doch egal. Ja, ich sag's doch nur, Mann. Nein! Schreue nicht so rum! Nur mit Behindertenmorphos. Geh halt nach Hause, du dickes Stück Scheiße. Bin zu Hause. Oh ja, zu Hause, du Scheiße, was da? Bin in der braunen Szene. Ohne meinst du? Oh nein, ich bin weiß. Schwarz. White. Fangen wir schon an? Warte, ich warte gerade auf Resonanz von Mark. Ist eingeschlafen. So, alles ready? Jo. Und hey. Ich würfel. Wohin? Weiß ich noch nicht. Gelb, rot. Hini. Hini, fängt an. Hini. Hini, du Schmuck. Da reckt mich halt auch immer die ganze Zeit gewählt hat. Ah, das ist doch süß, Fante. Voll die Schwuchtel. Das warte, muss ich mal gucken, was Nein oder was Ja ist. Hier. Instant Nein! Einfach alle Nein. Nee. Direkt, Alter, direkt. Alter, Edgar. Und ich hab Edgar. Ah. Los, Edgar, Wasser. Jeder Typ und Dave mit ihrer komischen Faschotaktik. Ja, gleich wieder, da haben wir doch gleich wieder die Faschos untereinander. Die wissen ja, wer was ist. Da haben wir schon die Faschos untereinander. Ja, direkt. Ich hab die Karte nicht gesehen, ich bin nochmal sicher gegangen, dass die. Hä, warum ist jetzt gerade alles leiser geworden? Direkt, Schmirex. Achso, meine Kopfhörer waren leise. Oh! Ich will mal was fragen. Und zwar, sieht man das, was ich gerade in der Hand halte? Nein. Bei dem gelben Bereich? Alles, was in deinem Bereich ist, sieht man nicht. Weil, ich glaube, bei Xyph oder bei Eddie war das gerade, habe ich eine Fragezeichenkarte gesehen. Ja, Moment. Eine Fragezeichenkarte? Da war irgendwas mit Fragezeichen drauf, ja. Ja, weil die verdeckt waren. Also wenn Eddie die so hochhebt. Kann man die so sehen? Ja, Fragezeichen. Ich sehe die Wahlkarte bei Xy und das. Man kann nicht sehen, was draufsteht. Und jetzt? Achso, man kann nicht sehen, was draufsteht, okay. Das kommt drauf an. Ach, Reck. Hattest du die Wahl? Ja, ja, und ich habe noch eine rote weggeworfen. Okay. Malle da fehlen! Malle vom Präsident. You have to vote, Mr. President. Bami. Oh, das geht auch fit. Meistens. Ja, ne? Ich habe heute das Gefühl, dass Fabi Hitler ist. Was? Ja, ich bin alles in einem. Rex. Rex, Mensch. Ich hab schon wieder Nein gewählt. Ja, Xyph, Alter, du schon wieder, Mann. Alle sind scheiße außer mir. Xyph hat nicht ganz verstanden, dass die Faschos wissen, wer Hitler ist, also hat er jetzt versucht, die Faschos zu symbolisieren. Oxyphi Baby. Oh, geil. Ah, da sind schon meine Karten. Ja. Grabbel. Ich hätte fast wieder mit den Kugeln angefangen zu spielen, ey. Bong, jibbet, bong, jibbet, bong, Bier. Zack. Und zack. Ich hatte leider nicht die Wahl. Ich hatte leider auch keine Wahl, ich hatte drei rote. Oh. Ja. Da sind die Faschisten. Ja. Da sind die Faschisten. Oha. Ich hab dir da das Ding reingelegt. Nicht größer machen, bitte. Oha. Und Deibel, wir wollen euch hier nicht. Xyph darf wählen. Ja, das ist, natürlich immer scheiße am Anfang, wenn du drei rote ziehst, ne? Ja. Und nicht prüfen kannst. Würdest. Ja, Hitler-Fabi ist okay. Nee, das kannst du ruhig ein bisschen größer lassen hier, das ist schon. Hitler-Fabi, wir haben schon verstanden, dass Malle dir gerade symbolisiert hat, dass er ein Fascho ist. Wen wählen wir? Warum symbolisiert das? Wenn ich Fascho wäre, dann wüsste ich das doch eh. Oh, das ist schon mehr. Du bist aber Hitler und Malle ist der Fascho. Wer? Eddie? Okay. Ja, Eddie ist. Ja, klar. Ach ja. Oh, Sweetheart Eddie. Oh. Eddie zieht sich aus für uns. Eddie zieht sich aus für uns. Geil, einstimmig. Ist halt einfach blöd gelaufen, wenn, ne?
billigen Ausreden aus dem Schrank, ne? Ja, da kommen bestimmt jetzt drei blaue einfach. Dann proof mich doch. Das wäre richtig scheiße. Das ist am beschissensten, wenn drei blaue kommen. Ja, dann sind die ziemlich stark. Ist genauso beschissen wie drei rote am Anfang. Du kannst dann nicht wirklich proven. Ja, das stimmt. Ja. Ist einfach wirklich scheiße für Malle und mich gelaufen. Das stimmt schon, ja. Da kannst du einfach nichts machen. Und wenn da so ein kleiner Hini kommt, der dann meint, Fascho! Ja, Fascho. Kannst du nichts machen. Weißt du, ja, Fascho Hini, vielleicht bist du auch einfach nur Fascho. Fabi und Fascho haben schon locker, sehr viele Buchstaben gemeinsam. Was? Hallo? Warte mal. Rex! Lass es! Stop. Was heißt das hier, wenn... Ich will das nicht. Dass du eine Karte... Dass du dir der Präsident Karte darf dann jetzt, wenn da eine rote liegt, darf der Präsident sich eine Party-Ship-Member-Karte angucken und nein, zum Beispiel, Xyf ist jetzt Präsident, es wird rot gelegt. Dann darf Xyf sich einen aussuchen und darf diese Fascho-liberalen Karte von denjenigen sehen und darf sagen, was es ist. Oder halt lügen, je nachdem, wie er möchte. Eddie, wenn du liberal bist, dann überlegst du nicht, sondern legst die blaue, damit er nicht irgendeine Karte anguckt. Du weißt nicht, was Xyf ist. Oder willst du mir sagen, dass du weißt, ja, aber so könnte ich quasi rückwirkend ihn etwa, ja gut, etwas, teilweise tun. Ja, wenn er jetzt Faschist ist. Vergiss es. Eddie und Süß sind egal, das Team. Wird so oder so. Das wird, egal. Ja, vielleicht könnten wir auch einfach uns gegenseitig eine Ananas in den Arsch schieben. Ändert trotzdem nichts. Delicious. Yes, weißt geil, du? Blau. Sehr gut. Süß und Eddie sind beide Faschisten. Gehabt. Der Präsident heißt bestimmt Nein. Was Süß und Hitler, Eddie? Das Kanzler. Weißt du, Züf und Eddie überlegen ernsthaft, ob er nicht eine rote Karte legen soll, damit Züf sich proven kann. Züf ist fucking Hitler. Ja. Ich hab jetzt schon gesagt, das ist mein. Wie kommst du denn auf so einen Mist? Züf ist so krass, der drückt sich sogar selber eine Kugel, um sich zu proven. Ich bin mit Hitler, guck! Weißt du, was noch verdächtig ist? Dass Eddie jetzt wieder Präsident ist. Ist die Wahl jetzt durchgegangen? Wer war gerade Kanzler? Achso, ihr macht schon, danke. Weil ich war gerade an der Kamera einstellen. Kacke. Das Einzige, was ich für die Kamera einstellen muss, ist, dass man jetzt ein glorreiches Glied sieht, wie es in einer leichten Windsuppe vom Ventilator steckt. Schmetter. Jo, das geht voll fit. Jetzt geht's rund, sprach der Vogel, und sprang den Ventilator. Geht fit. Karma. Karma is a bitch. Yes. Hini, warum nein? Hini, hier, da haben wir. Da haben wir den Fascho. Den einzigen. Ja, bisher. Der ist hundertprozentig Fascho. Aber sowas von. Hini muss Fascho sein. In einem. Fabi ist Hitler. Weißt du, was das Schöne ist? Einer von uns Liberalen glaubt den Bullshit gerade, den die Nazis verzapfen. Fabius einer von uns Liberalen glaubt diesen Bullshit. Oh. Weißt du, der Einzige, der mit Nein stimmt, versucht sich jetzt wieder rauszureden. Ja, weil ich ziemlich sicher bin, dass Eddie. Als Hitler wäre ich aber ganz schön aggressiv hier. Aber wenn ich jetzt Hitler wäre, könnte Eddie ja nicht wissen, dass ich Hitler bin. Doch, natürlich, weil der Faschist. Die Faschos wissen, wer Hitler ist. Ach so. Und die Faschos wissen auch, wer die Faschos sind. Nur Hitler weiß nichts. Ja, und Eddie hat überlegt, ob er dir eine rote legt, damit er dich prüfen kann. Mir wurde nicht die Wahl gelassen. Ich hatte mir klar, auch, dass du nicht die Ich Wahl hatte nur drei rote. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Andauernd kriege ich drei rote. Ja, Eddie, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube Eddie auch kein nicht. Wort. Ja, ich glaube eher, dass Hindi twittert. Ich glaube ihm. Rex! Nee, warte mal. Was denn? Nein, Eddie, du kannst jetzt meine Karte überprüfen. Genau. Ja, komm. Willst du? Ja. Willst du? Willst du? Nimm. Dann weißt du wenigstens, wer Hitler ist, wenn du jetzt das Falsche sagst. Liberal. Ja, dann haben wir uns gerade als Liberale zerfleischt hier. Nee. Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Ja, dann lassen wir Xyf einfach aus der Wahl des Kanzlers komplette Spiels raus. Wenn ihr das meint? Ganz einfach. Das Dumme ist, warum bist du denn so der Meinung, dass er Hitler ist? Ja, aber Dave, wenn du auch da der Meinung bist, dann lass mich auch einfach aus der Wahl des Kanzlers raus. Es ist ja kein Problem. Dann sind ja die Liberalen, aber in Minus, sag ich mal. Gehen wir da jetzt auf Ja oder Nein? Nein. Wir gehen auf Ja, weil ich liberal bin und weiß, ob. Weil Dave kann mir nur eine blaue in der Hand drücken, weil. Ach nee, ist ja jetzt noch egal. Ach nee, stimmt. Ja, eben, wir gehen auf Ja. Ups. Und Hini ist ja liberal und Eddie auch. Nein, ja, Eddie muss nicht liberal sein, ich hab Eddie keine wirkliche Wahl gelassen. Weil ja, das stimmt auch, aber wir lassen jetzt einfach Xyf und mich aus der Wahl des Kanzlers raus.
Dann sind wir da schon mal auf der safen Seite. Weil Dave glaubt ja, dass ich Hitler bin und ja. Hini das Xyph ist. Dann lassen wir das einfach raus. Dann sind wir da einfach safe. Ist ja vollkommen Latex. Schön. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Hini. Ich hab eine Super. Karte weggeschmissen und Hini zwei Blau gegeben. Das stimmt, okay. Schwein. Ich wollte erst wissen, was Dave dazu sagt. Also gar keine Wahl erst gelassen. Ja, warum nicht? Ja. Johnny, du Sau. Schwein. Gut. Du Nutte. Du Nutte. Also Xyph und mich rauslassen. Ja, das ist kein Problem. Wählt mich. Dann nimm doch Malle, um ihn nochmal zu proven. Rex, nein, lass ihn mal. Weil er hat am Anfang einfach scheißen Pech. Dann proof ihn doch einfach nochmal. Obwohl, Rex, wähl Eddie. Warum Eddie? Ganz einfach, weil wenn Rex ihm die Wahl lässt und Eddie eine rote legt, ne? Dann weiß ich, dass Eddie Fascho ist. Ja, aber ich würde genauso auch sagen, dass man Malle mal prüfen kann. Oder nein, halt Eddie, einen von beiden. Das prüft für mich auch Rex. Wenn Rex sagt, er hat ihm die Wahl gelassen und Eddie legt eine rote, weiß ich nicht. Ja, und was, wenn nicht? Eddie Fascho ist. Ja, und was, wenn nicht? Wenn nicht, dann haben wir eine blaue, dass Rex sich nicht anlügt. Dann sind wir nur noch eine von. Ach, es muss einmal genug. Ja oder nein? Ja. Das ist die Wahl, womit wir die meisten Informationen rauskriegen. Ja, dann mach das. Jo. Ist egal, was Dave umdreht. Am Candy. Du sagst, Xyph ist ja safe Fascho. Und Dave hat halt die Vermutung, dass ich Hitler bin. Du bist safe Fascho da oben. Ich bin alles. Ich bin Hitler, Fascho und liberal zugleich. Ja, und Fascho vor allen Dingen. Und und der Gruppenidiot. Ne? Ja, das auch noch. Er ist der Ultra-Hitler. Nazi. Super-Hitler. Du dreckiger alles klar, Fascho. Ja, aber warum? Ich habe ihm die Wahl gelassen. Du hast ihm die Wahl gelassen. Keine Wahl gelassen. Rex ist auf jeden Fall Faschist. Alter, 100%. Dann ist jetzt Eddie Fascho, weil er Hini einfach nur auf die sichere Seite wiegen wollte und ihn mit rüberziehen wollte. Als Präsidenten nehmen. Darf doch jetzt ein Präsident. Nimm mich. Nein, ich mach das. Darf der Kanzler oder der Präsident? Ja, der Präsident. Er darf. Dann nimm mich. Jetzt bin ich. Harvey. Ja, doch, das geht schon. Hini, hast du was dagegen, wenn wir Malle nochmal proven vorher? Weil er war als erstes, hast du einfach die Scheiße, dass du, wenn du drei rote ziehst, dann bist du am Arsch. So, ich kann nicht Kanzler werden, da ist Dave beruhigt, richtig? Kanzler, von mir wissen wir, dass ich 100% liberal bin, ich will nicht, dass die Faschos gewinnen. Ja, und wenn ich Kanzler bin und du nicht Xyph erschießt, wissen die anderen Liberalen auch am Tisch, dass ihr in Wirklichkeit die Faschos seid. Ja, aber Xyph ist für mich Fascho, nicht Hitler. Dann ist wie so das heißt, es würde für mich keinen Sinn machen, Xyph zu erschießen. Eddie hat überlegt, eine rote zu legen, um Xyph eine andere Karte zeigen, nachschauen zu lassen, um zu sehen, ob der im Endeffekt dann quasi einen Liberalen mit auf die Nazi-Seite holen kann. Das hat Eddie überlegt. Das war ja das Ganze, weswegen ich Eddie überhaupt verdächtig finde. Ja Eddie, lassen wir da. Eddie ist verdächtig. Eddie ist verdächtig. Weil so, ich finde erstmal zu mir. Ja, irgendwie schon, ne? Weil die deswegen hat Dave ja am Anfang, ne? Deswegen sag ich ja, wählt mich einfach nicht Rex zum Kanzler. Ihr könnt mich komplett. Faschist oder ihr könnt mich. Sei mal ruhig da. Ihr könnt mich ja komplett aus der Kanzlerwahl rauslassen. Das ist ja überhaupt nicht das Ding. Wähl mich einfach zum Kanzler. Ich bin 100% liberal. Ich kann nicht Hitler sein. Nee, du kannst auch einfach als Hitler mega liberal gespielt haben. Eddie und ich sind entweder beide Liberale oder er ist ein Fascho und ich bin Liberaler. Er hat das bestätigt. Das kann nicht anders sein. Weil wenn er liberal wäre, dann hätte er bei mir gesagt, ich wäre Fascho. Ja, aber ich würde gerne nochmal einen der ersten beiden proven. Weil wenn du entweder Malle oder Tief... Hitler kann jetzt gewinnen. Wir proven jetzt nicht mehr. Du nimmst jetzt mich. Das macht am einzigen Sinn. Wenn du einen der anderen beiden versuchst zu proven, wissen wir, dass du auch Fascho bist. Und dass wie viele Karten können da denn noch drin? Wie viele Karten können dann da noch drin sein? Wie viele blaue? Nicht viele. Ich glaube eine. Das heißt, ich kann jetzt das Risiko haben, ziehe drei rote, schieb Hini zwei rote zu und dann bin ich am Arsch. Drei können da glaube ich drin sein. Nein, dann bist du nicht am Arsch. Nee. Du bist ja sowieso aus der Kanzlerwahl raus. Du bist verdächtig, aber wenn du mich wählst und dann Xyph erschießt, dann wissen wir zumindest, ob Xyph Hitler ist oder nicht. Zwei müssten das sein. Ich überlege gerade. Ja gut. Ruf einfach den Super Saiyajin der Regel. Machen wir. Lass mal durch.
Ja, aber wenn Eddie und Hini jetzt ein Spiel mit uns spielen. Ja, das toll, Dave, das sagst du jetzt. Das fällt dir jetzt ein bisschen spät ein. Ich glaube, Hini hat eine Strategie. Hier, Xyf ist Fascho. Nein, Hini Xyf ist safe Fascho. Liberal. Ich sag grad Xyf. Er schießt Xyf einfach. Xyf spielt jetzt gerade bewusst für den Fascho. Kann gut sein. Kann sehr gut sein. Er schießt Xyf einfach, dann haben wir es hinter uns. Hini, bist du Hitler? Nein. Achso, bist du Hitler, genau. Sehr gut. Ich hatte keine Wahl. Ich habe 3 rote Karten gezogen. Oh, das kann sein. Ja, ja, natürlich, Alter, das ist, glaube ich, nur noch eine. Das ist wirklich nur 9 Karten. Kann, was ist hier schon wieder mit dem fucking... Da geht doch. Tschüss. Bam. Bist du Hitler? Nein. Oh, schade. So, und ich bin jetzt Kanzler. Präsi, weil Rex war ja gerade Präsi. War immer Präsi. Ja, jetzt bin ich wieder Präsi. Nee, die läuft einfach weiter. Nein, das geht jetzt nach normalem Rhythmus wieder. Wenn du jetzt, Xyf gewählt hättest, wäre ich trotzdem wieder. Ja, stimmt ja. Ja, aber Dave, das kann jetzt. Dave, das kann jetzt aber ja trotzdem sein, dass die beiden hier. Ne, dass er der Fascho ist und ich jetzt den Fascho gekillt habe. Ne, ich habe jetzt. Xyf war für mich safe Fascho. Das ist auf jeden Fall gewesen. Hini kann ich jetzt nicht mehr wählen. Eddie will ich nicht wählen. Warum nicht? Weil Eddie kann Hitler sein. Wie richtig, Alter. Fascho und Hitler. Du bist Faschist, Rex. Versuch's doch einfach. Du dreckiger Faschist. Faschist, ich kann dich nicht wählen. Nee, dann ach, du meinst Dave. Ja, aber Dave. Dave ist mit 75%iger Wahrscheinlichkeit liberal. Ja, ist meiner aber genauso. Nein, ich schwank halt gerade doch. Wahrscheinlichkeit liberal. Nee, ich schwank. Die haben beide nachgetestet. Ja, weil Dave einfach mehr Chancen hatte als Malle am Anfang. Das ist immer das ist die Scheiße bei dem, der als erstes dran ist. Der hat am wenigsten Chance, deswegen finde ich, dass sie beide eine gleich hohe Chance haben. So, ich habe Dave, das Ding. So, das da ist Fascho, das Ding da oben, der blaue. So, ich dürfte dann... Ja, ich höre euch eigentlich zu, dass ihr hier am Diskutieren seid. Ich nehme das alles auf und weiß noch nicht, was ich davon halten soll. So, das heißt, wenn... Es ist immer noch eine blaue, wäre da jetzt noch drin, oder wie viele? Ungefähr, ja. Ja, das heißt bei... Das heißt, es kommt... Nee, 2. Ja, aber das ist ja trotzdem eine hohe Chance, dass ich jetzt 3 rote wieder kriege. Dann habe ich 2x 3 rote... Ich könnte kotzen. Dann kann ich wieder jemanden erschießen. Und dann müsste ich mich zwischen... Einen von denen entscheiden. Einen zwischen allen. Also Rex, der also wird Eddie überhaupt, glaube ich, Faschist sein, weil vorhin hat er so schnell zugestimmt, nicht gewählt du kannst genau, zu werden. Du bist... Für mich bist du von dem her, wie du spielst, mehr Faschist als Rex. Ist das schwer. Du und Rex sind sowieso irgendwie so halb in einem verdächtigen Team. Wir ja, genau. Fucking Eddie. Nicht Eddie. Eddie, nein! Fucking Dave. Dave ist mit höchster Wahrscheinlichkeit der noch ein Liberaler am Tisch. Glaube ich oder nicht. Oder soll ich Eddie nochmal proven, oder? Ich glaube, Dave. Ja, aber wenn er jetzt Dave könnte jetzt gerade ein sehr guter Hitler sein. Und Hitler weil er sich ziemlich stark zurückhält. Ich finde halt den der für mich am schwächsten Hitler sein kann, ist Malle, weil der ist am nein, Spiel am entspanntesten. Nein, du willst jetzt Dave. Nein, ey, Henny, überleg mal. Ja, aber jetzt stell dir mal vor. Und Rex und Fabi sind die Faschos. Ich habe aus Versehen Liberalen erschossen. Malle ist Hitler. Du hast gar keinen erschossen, ich habe erschossen. Jetzt kommt ja, die Größe. Ich habe dazu gedrückt. Ich habe dir da gar nicht zugehört. Für Dave mich war Xyf safe Fascho. Ist fucking liberal. Ja, das könnte auch ein sehr, sehr guter Hitler sein. Ja, eben. Eddie, ich weiß es nicht. Ich dachte, dass du Fascho bist. Du hättest echt nicht an dem Moment überlegen sollen. Dann hätten wir Xyf noch am Tisch. Ja. Ich bin liberal. Ja, ich weiß jetzt auch, wenn Xyf, du, Eddie. Ich weiß, dass Rex hundertprozentig Faschist ist. Nein. Wir drücken jetzt ja. Dave. Ja. Als du ihm diese Vorlage gegeben hast, von wegen, dass du gesagt hast, dass... Oh. Ja, ist ja egal. Zu dem Zeitpunkt war aber wahrscheinlicher, dass... Ich bin nicht Hitler. Ich weiß, dass du nicht Hitler bist, du bist liberal. Und einer von uns stirbt gleich.
Da. Weißt du? Meinst du? Ich nehme wohl mal die Kugel. Nein. Wenn der Malle nicht erschießt, ist Malle Hitler. Oder wir machen das einfach so. Yay. Oh Gott. Yes, ich habe ihm die Wahl gelassen. Ich hab zwei rote und eine blaue gezogen. Dann passt das ja. Oh, jetzt wird's schwierig. So, nix davon wegen, ich bin Fascho. So. Wie gesagt, für mich ist der am entspanntesten gerade ist, es Malle. Eddie auf keinen Fall. Eddie ist für mich nicht liberal. Dave, ja, Hini, so. Du auch. Eddie ist für mich null liberal. Bei Rex bin ich mir unsicher, ich weiß es nicht. Rex ist Faschist. Nein. Ich weiß es nicht. Du bist Faschist. Hini, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So, das Blöde ist, mich lasst ihr raus. Hini, ich kann ja eh nicht, aber selbst... Eine perfekte Vorlage gegeben. Ich würde nicht Eddie wählen. Als Faschisten abzustempeln. Lass ich nicht durchgehen. Würde ich nicht durchgehen lassen. Ja, okay. Eddie, mach. Nee. Nein. Achso, Rex hat nur... Hini ist ja sowieso proven liberal. Da könnte er... Ach scheiße, oh nein, ich hab nicht aufgepasst. Bist ein Vollidiot. Nein. Bist du Hitler? Nein. Ja, meine Karte. Ja, ich hab auch so den ganzen Stapel gezogen. Aber warte mal, das sind... Achso, das... Hä? Dieselben Karten. Aber vorhin waren das 6 beim letzten Zug und jetzt müssen das 3 sein, aber es sind wieder 9. Nein, es waren 2 auf dem Stapel, deswegen wurde rüber gesaved. Aber wie können das von 6 2 werden? Nein, da waren, nachdem ich nochmal gezogen habe, lagen da nur noch 2 Karten. Das heißt, ich habe den abgelegten Stapel raufgelegt, um zu mischen. Sonst kannst du, sobald da 2 Karten liegen, legst du den abgelegten Stapel hier ja, damit drauf. Aber bevor die Bonusrunde da quasi kam... Oh. Waren da 6 Karten? Das heißt, ist scheißegal, wir haben gewonnen. Tut mir leid, Zyf. Es tut mir so leid, Zyf. Oh. Mir ist es zu spät klar geworden. Scheiße. Wir hatten sie fast gut ausgespielt zu Anfang. Ja, fast hätte es funktioniert. Ich hätte Hini erschießen müssen. Ja, du gesagt, er hat sich sehr krass zurückgehalten. Ich hätte Hini halt nicht legitim erschießen können. Wisst ihr, wie mein letzter Schritt war mit Zyf? Nachdem ich Zyf erschossen hatte und mir das in der nächsten Runde sofort klar wurde, Zyf, es tut mir leid, ich weiß jetzt, dass du liberal bist. Es tut mir so leid. Fabi, Malle und Rex sind Fascho. Woher willst du das wissen? Achte auf die Spielweise, Malle ist Hitler. Also Rex, glaube ich, zu 100% Fascho, hat Zyf gesagt geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass Rex Edgar Fascho ist und Malle Hitler. Ja, aber im Übrigen, auch Schreiben zwischeneinander ist verboten. Es ist keine Kommunikation mit Zyf erlaubt. Ich habe mich ja nur entschuldigt und er hat mir keine... Ja, aber auch das nicht während des Spiels. Das ist verboten. Das ist vollkommener Rotz. Ne, ja, weil... Ich frage mich, wie soll ich denn mich... Weil das, was du gemacht hast, Hini, ist unfair. Ich habe ja wirklich nichts gesagt. Ja, nein, Xyf nicht. Aber dadurch, dass du mit ihm geschrieben hast, wusstest du dann durch seine Reaktion zu 100%, dass er liberal war. Das wusste ich nicht. Der meiste Teil, den ich geschrieben habe, den habe ich... Ja, aber Teil, den ich ganz habe, einfach, es wird nicht geschrieben. Fertig, aus. Ja. Keine Kommunikation. Oh. Das ist immer, Rex, wir waren aber gut, oder? Ich hab grad einfach so richtig leid getan. Offensichtlich. Eddie hat sich halt mega verhaftet mit dieser scheiß Ding-Karte. Ich weiß noch nicht, wie der Restart-Befehl bei diesem Game ist. Ich gehe jetzt mal Hini, schnell aufs Klo. Ja, ich auch. Ja. Hini, kannst du eventuell gleich mal nachgucken, ob du den normalen Restart-Befehl bei Tabletop Simulator findest? Könnte ich gleich machen. Ich muss erst mal einen. Danke. Wir müssen mal alle einmal schiffen. Kurzes Päuschen. Ich gehe mal kurz in den Intro-Bildschirm. Alter. Michael, was sagst du eigentlich dazu? Michael ist gar nicht mehr da. Oh. Michael, der spielt Smite. Ein Arschloch. Ja. Alter. Nee, das, was euch wirklich verraten, ich hätte euch die gesamte Geschichte abgekauft, hättet ihr euch nicht gegenseitig als Präsidenten gewählt. Das war das Einzige, womit ich sofort wusste, dass Malle fucking Hitler ist und ihr beide die Faschos. Ja, ich hätte auch lieber dich zum Präsidenten wählen sollen, weil du hättest dann vielleicht Malle zum Kanzler gewählt. Ja, das hätte tatsächlich passieren können. Als du gesagt hast, dass du, ja gut, dann wählt mich halt nicht als Präsidenten, Kanzler, da habe ich mir schon gedacht, ja gut, dann ist er hundertprozentig Faschist und nicht Hitler. Weißt du, was das Schlimmste war? Ich habe auf den Tisch geguckt, ne? Und dann so gesehen, fuck,
Die haben dafür gesorgt, dass ich nicht einen der beiden sicheren Faschos wählen kann. Dave war auch vorher, also ich konnte keinen der anderen beiden wählen, weil die beiden Faschos waren. Dave war sowieso vorher gewählt. Und dann dachte ich mir so, fuck, da bleibt eigentlich nur noch Eddie. Und wenn jetzt keiner einen Fehler macht, dann kriege ich die Wahl nicht durch. Und dann hat Rex zum Glück die Karte nicht richtig gewählt, weil er nicht aufgepasst hat. Das war so. Ja, das war gut. Weil das Problem ist, ich wusste ja, dass ich liberal bin und ich wusste ab dem Moment, wo Züch tot war und die beiden das mit dem Präsidenten gemacht haben, dass du auch liberal bist. Aber mir ist dann auf der Toilette auch klar geworden, gerade eben, als ich quasi kein Headset mehr vor Ohren hatte, dass es wirklich die einzige logische Erklärung so war, dass ich Hitler sein muss. Ja. Also ich hätte auch, selbst wenn Eddie Fascho gewesen wäre, ne? Mir war klar, dass du Hitler bist in dem Moment. Also ja, ich hatte gar keine Chance, mich zu proven, und die Spielweise der anderen hat so dafür gestimmt, dass keiner Hitler sein kann. Ja, normalerweise muss einer der Faschos muss nicht proven und der andere Fascho muss mindestens eine Kugel abfangen. Das ist so in etwa das Ideale, was hier passieren kann. Warum kann man die Kugel nicht aufheben? Die sind gelockt. Sind auch gelockt, vermutlich. Die habe ich gelockt. Kann dann nur du die entlocken? Ne, die kann jeder entlocken. Eigentlich. Gut, eine Runde mache ich noch, dann muss ich, glaube ich, so langsam in die Falle. Alter, ey. Hilf, das tut. Hat dein Internet nicht gleich abgeschaltet? Ja, aber eine Runde habe ich noch. Achso. Von Dave wusste ich einfach hundertprozentig, dass er fucking liberal ist. Weil er einfach so absolut nicht an diesem Spiel teilgenommen hat. Dave war irgendwie so AFK am Handy, ja, war ein bisschen er schreibt mit seiner Freundin. Jo. Die kann auch auf Twitch zuschauen. Ich kann dir gerade schreiben, für Tittenbilder. Ja, wie machst du das? Sag ich nicht. Du kannst auch einfach, Dave, sie kann auch einfach den Stream gucken. Dann sieht die auch, was du für Scheiße baust. Ja. Ich, Kebaba. So, zu und setzen bitte. Ich, Kebaba. Hey. Aber Eddie, es gibt als Liberaler nicht einen wirklichen Grund, außer dass du drei rote oder dass du zwei rote halt als Kanzler in die Hand gedrückt kriegst, dass du eine rote legst. Och, wenn du sagst, ich möchte mir gerne angucken, wer der eine ist, aber als Kanzler, ja, das ist halt ein bisschen scheiße, ne? Also der Präsident hat noch die Auswahl, darüber nachzudenken, was er macht. Also ob er dir zwei rote in der Hand drückt, aber als Kanzler legst du als Liberaler ein. No. Weil da gibt's nicht viel Sinn, was du rot legen solltest. So. Da bin ich wieder. Willkommen. Alter, ich bin weg. Dafür, dass die Zonen gemarkt werden von Rex und Dave und Korax. Ich will auch nochmal ein bisschen. Moment. Ist das Geräusch von der Ballotbox muss dir gefallen, wenn du das mischst. Mach mal. Ups. Geh mal eben schnell pink hier, solange noch alle aufbauen. Ja, hopp. Ich geh schon mal ins Game-Menü. Alter, das ist so stressig, dieses Spiel, ne? Besonders, wenn alle einfach durcheinander diskutieren und irgendwelche wilden Theorien haben. Ja, das macht aber das Spiel. Das auch. Ist aber nun mal das Spiel, ne? Ja. Ich muss der Eddie ja halt auch sogar tatsächlich dazu nötigen, dass er hundertprozentig die Wahrheit über meine Karte sagt, weil ich wusste, mir war nicht klar, ob er Faschist ist. Weil wenn ich ihm keine andere Wahl lasse, als die Wahrheit zu sagen, weil sonst sind Eddie und ich beide aus dem Spiel raus, dann... Das Problem ist, Mark antwortet nicht mehr. Ja, ich kann sonst auch rausgehen und was anderes spielen. Nee. Das ist schon cooler mit 12 Leuten. Mit 7 Leuten. Ich guck gerade, ob ich noch einen Dämon. Schwarze Negerschwänze. Ist das Stream noch am Lauf? Ja. Natürlich. Leute gucken zu. Dave, hallo? Zwei. Antwortet Dave noch? Ja, ich lebe. Dave ist. Hast du denn deine Zone schon markiert? Deine Ach, Digga, entspann dich mal, Alter. Scheiß Zonenmarkierung ist. Boah, ja, weißt du, was ich jetzt mache? Ach, ich hab Hunger. Hunger. Ey! Meine Zone gelöscht. Ich wollte die Würfel noch ein bisschen verstecken. Oops. How about that? Catch me outside, how about that?
Guck mal, ob Mitch eventuell aktiv ist. Was willst du? Beschreib doch Michael. Hab ich auch schon. Ich warte gerade. Ach nee, drauf. Stimmt, der ist am Smile zocken und kann er wahrscheinlich nicht. Kann dir mal jemand bei Steam anschreiben? Michael? Nee. Da sieht er das ja. Wer ist Dr. Kongo? Ah, Mitch, warte. Ich bin Dr. Kongo. Also, wenn man Cinderella rückwärts guckt, dann sieht man, wie eine Frau lernt, wo ihr Platz in dieser Welt ist. Boah, Alter. Ja, ich bin Feminist. Ich bin der Meinung, dass eine Frau mein Sandwich machen kann, wo immer sie will. Frau wird auf ein Kreuz überfahren von einem Benz-Fahrer. Wer schuld? Ja, sie, weil sie in der Gie war. Nein, der Mann. Die Leine ist zu lang. Warte, ich warte gerade auf Antwort. Dann geht das gleich weiter. Oh, YouPorn. Ah, lecker, Bex. Nee, Bex ist widerlich. Als Maul, dreckiger Wichser, Alter. Was laberst du da? Bex ist das beste Tier, das es gibt. Ja, Bex ist das widerlichste, was es gibt. Ich hau dich gleich weg, Alter. Wir sind Bremer und sagen das. Hemelinger, ist geil. Ja. Ich mag aber Flens, das ist schon her. Das ist auch lecker. Flens ist auch gut. Hier von Bex. Hatte eine Ex, die hieß Bex. So, ich mach mir jetzt erstmal eine kleine Playlist an. Leise. Und? Schreibt Mitch? Ja, Moment. Mitch, du kleine Mitch. Gesamte Playlists angucken. Wiederholen, Shuffle. Das gefällt dir, das Geräusch, ne? Let. Okay. Ist das Ding hier schon wieder gelockt? Was ist denn hiermit schon wieder? Ach so, ich weiß warum. Ach so. Ja, ich habe auch gerade gemerkt, dass ich eine Zone gewählt hatte und nicht mein Handding. Warte, ich warte eben. Bitte auf. Ja, wo? Ist da noch einer? Genau da. Oh, da. So, jeder nimmt sich jetzt sein Päckchen raus und dann schreibt ihr Mitch. Wer ist denn jetzt schon wieder Mitch? Ist auch in der Gruppe drin. Endung, die Endung ist 683. Da ist noch einer, der nehmen muss. Wer hat noch nicht? Ich glaube, Rex ist gerade. Rex! Ja, hey, Entschuldigung. Hier, nicht da wieder rein. Nimm das Ding da und dann Dings. In WhatsApp oder in Steam den schreiben? WhatsApp. 683 ist die Endung. Mitch, so schreiben, ne? Ja. Party-Membership-Karten braucht man eigentlich nicht. So. Naja, doch, klar. Für Hitler. Sonst wissen sie, wer Hitler ist. Eben. Dafür ist sie ganz wichtig. Deswegen muss ja jeder eigentlich. Also, ja, du hast recht, für die Faschisten und für die Liberalen ist sie irrelevant. Aber für dadurch, dass Hitler eine braucht, brauchen alle eine. Hululululu. Ich glaube, ich habe Mitch geschrieben, was ich bin, und er antwortet: Wer bist du? Sehr gut. Sehr gut. Ja, bei mir auch. Du bist. Ja, damit er halt die Rollen auch. Vielleicht kann er die dann noch zuordnen. Ach so, weil er wahrscheinlich nicht alle eingespeichert hat. Ja, das Ding ist halt, wenn er dann halt ankommt und ja, die Nummer ist das und das, dann ist das ja auch so. Wer bist du? Einfach instant, ganz stumpf und trocken. Und gleich haben sie seine Nummer geändert oder sowas und wir schreiben so Fremde. Hallo.
Weißt du, was echt makaber wäre, wenn wir einfach so einen Fremden schreiben und du jetzt trotzdem die richtige Rollen dann ja, weil er genau weiß, was das für ein Spiel ist. Wir können abbrechen, diese Runde. Warum? Wieso? Mir wurde geschrieben, wer Hitler ist. Ja, und du bist Fascho? Du bist Fascho, du erfährst, wer Hitler ist und wer... Oh. Nein, Hitler wird doch nicht verraten bei der... Doch! Faschos wissen alles. Och, Malle. Oh. Die Faschos wissen alles, Hitler weiß nur nichts. Hitler weiß bloß nicht, ob wer die Faschos sind. Hitler? Also nochmal. Oh, hab ich mich erschrocken, verdammte Axt. Mann! Mein Handy ist gerade kurz abgekackt. Also, das gleich noch. Oh, Malle. Also nochmal für dich. Die Faschos wissen, wer Hitler ist. Hitler weiß nicht, wer die Faschos ist. Ich wusste, Fabi, dass ich Hitler bin, letzte Runde. Richtig. Ja, genau. Und Bessie wollte mich ganze Zeit. Richtig. Ja, genau. Wir wissen, wer Hitler ist. Ich war jetzt gerade so schön Hitler, ich wollte schön fett einen abziehen, aber nein. Ja, und ich war vor allem Faschist. Ich war Hitler. Ich glaube, eigentlich ist das sogar ziemlich unlogisch, dass die Faschos wissen, wer Hitler ist, aber Hitler, die ersten Fußsoldaten wissen, wer der Führer ist, aber der Führer nicht, wer die Fußsoldaten sind. Ja, das hat nichts, das macht's einfach spannender. Leider war ich kein Faschist, ey. War voll kacke. Das macht das Spiel einfach spannender, Dave. Weil Hitler erstmal rausfinden muss, wer zu ihm gehört. Binny? Ja? Du hast keine Handzone mehr. Aber deine Handzone, Alter, hast du einen Fetisch oder sowas? Meine Fresse. Dave, du hast aber ganz schön... Ach, warum verwechsel ich heute eigentlich Dave und Rex durchgehend? Weil du stirbst. Weil du behindert bist. Könnt ihr mal aufhören, die Zonen zu löschen? Also, ich weiß gar nicht, was ihr... Boah, wird's existieren. Habt ihr schon Karten rausgenommen? So, jetzt können wir rausnehmen. Wir mischen. Na, mischen. Mischen. Und rausnehmen. Das Geräusch. Oh. Neue Runde, neues Slurk. Also Dave, falls du gleich wieder Fascho bist und dir gesagt wird, wer Hitler ist, ist alles okay. War nicht Dave. Malle. Es war Malle. Malle. Meine ich doch. Mann, was ist heute los mit mir? Alter, bist du irgendwie blöde? Ja, heute ja. Was hast du genommen? Nein, ich bin heute krassest. Schnibbel. Schnibbel. Nibbelstück. Gut, wir hätten so oder so machen müssen. Was? Wir hätten so oder so neu anfangen müssen, weil Mitch mir nämlich geschrieben hat. Okay, warte. Ist. Du warst Hitler, ne? Ja. Hitler. Das hätten wir nicht so machen können. Sag ihm das nochmal. Schreiben, wer Fascho ist. Nur den Faschisten schreiben, wer Hitler und Fascho ist. Kann man noch mischen? Genau. Und wer Fascho ist. Genau, schmeiß mal alles da wieder rein. Man zeig einfach für mich. Warte, ich schmeiß die Würfel rein. Geht das? Geht das? Finger weg. Oh, normalen Karten aber behalten, ne? Nur die. Also schreibt alle Mitch bitte und eure leeren Pakete bitte wieder raus. Nicht in meine Zone. Ich wüsste schon, dass Handy gleich irgendwann mittendrin oder? Weg sein könnte. Ja, eben deswegen. Macht. Er hat nicht so lange Internet. Ja, schießt mich einfach. Just do it. Pull the trigger. Okay. Handy ist der Trigger. Fabi hat einen Melon Launcher. What? Falsches Spiel, fuck. Ich schmeiß jetzt gleich den Tisch um. Nein. Ich tritt doch vorher gegen hier. Oh. Bei mir läuft ganz entspannte Musik. Müde. Deine Mama ist müde. Wir diskutieren nicht gleich wieder wach.
Das ist ja das Schlimme, ich penne doch mal fast bei ein, wenn die diskutieren. Ja, Digga, geht's jetzt mal los, oder was? Ich warte gerade auf, wir warten gerade auf Mitch. Also ich... Hey, du... Hörst du da jetzt mal auf, Mann? Bing. Bing. Super, es geht los. Karten da bitte wieder alles hin, alles ordentlich. Jetzt gibt's auf die Fresse. Hello und herzlich willkommen hier zurück bei Secret Hitler. Mein Kugelschreiber schreibt nicht. Immer noch im Livestream. Hier auf einem Sonntag. Okay, Mitch, möchte noch was? Rex, was willst du, Rex? Ich. Ja, jetzt ist es zu spät, Michael. So, ich würfel. Whee! Es fängt an. Braun. Das bin ich. Für mich war das kein Braun. Barbie ist Fasche. Herzhaft. Er ist Braun. Fasche. What? So. Barbie ist Fasche auf jeden Fall. Ich nehm da. Das ist okay. Ja. Mit deinen braunen Gedanken, du. Ja, läuft. Geht klar. Geht fit. Fick. Was? Achso. Geht fick. Heil Hitler. Ah, ich muss bei der nächsten Folge mal... Ich hab Xyf einfach mal so gewählt, weil der so grün ist. Ah, ich muss bei der nächsten Folge dran denken, dass ich den Leuten einblende, wer was ist. Okay. Ja, damit die Leute, die zuschauen, Bescheid wissen. Dave und Rex, würdet ihr bitte wählen? Muss ich... Rex! Was denn? Es geht los! Ach so. Wir sind schon mittendrin. So. That's what she said? Ja. Malle! Malle, der Nazi. Malle ist schon wieder Hitler. Ja, genau, Xyf ist riecht nach Hitler. Achso, ja, weißt du, Malle hat jetzt versucht, Xyf zu sagen, dass er Fascho ist und weiß, dass Xyf Hitler ist. Haben wir die Karten da gemischt? Die auf dem Deck? Ja, habe ich mehrfach. Gut. Rex. Lass es! Was denn? Was du... Die man hört deine Videos. Wir wollen hier nicht wissen, wer den totalen Krieg führt. Rex guckt sich nebenbei noch eine Doku an. Pornos. Hentai. Eine Hentai-Doku. Ich habe ihm nicht die Wahl lassen. Nein, konnte ich nicht. Achso. Ich hatte drei rote gezogen. Genau deswegen fragte ich, ob auch gemischt wurde. Oh, es ist Fascho, Xyf ist Hitler. Oh, wählt mich zum Präsidenten, da liegen drei rote. Oh. Ja. Ich bin König. Ja, genau. Dave, du musst das Ding mal wieder aus deinem Bereich ich rausziehen. Bin König. Ich bin König. Oh, das ist in meinem Bereich. Wen wählen wir denn jetzt gerade? Ja, Dave. Dave ist okay, Dave ist okay. Ja, finde ich auch. Ich rieche ein bisschen nach Butter. Rex. Ja, bitte. Rex schläft. So. Xyf. Warum nein? Weil Dave ist irgendwie so komisch. Irgendwie habe ich einen komischen Stuhl drin bei dem gehabt. Ja, und zwar, weil ich geraten habe, dass du fucking Hitler bist. Und Korax der Fascho, der sich gerade zu erkennen gegeben hat. What the fuck? Alter, wir haben gerade die erste Runde hinter uns. Ey, Dave, du darfst nicht vergessen, Malle ist der andere Fascho. Ich gehe nämlich davon aus, dass Malle der Fascho ist und Xyf gerade einfach nur Langeweile hatte. Als ein Vollidiot ist. Nein, Xyf ist Hitler und du und Malle sind Faschos. Ah ah. Ah ah, hab ich gemacht. Ah ah. Aber nur ein bisschen flüssig. Vergiss nicht, du musst auch die andere Karte ablegen. Nein, aber oh Gott, die eine behalte ich. Sehr schön. Karte. It's blue. Dabei die, dabei die. Hast du eine Wahl? Ich habe die Wahl und ich habe die Wahl getroffen. Ja. Hini, stimmt die Aussage? Ja, natürlich stimmt die Aussage. Ja, natürlich ist Hini Hitler. Nee, ich weiß nicht, Fascho. Ja. Fascho Malle will jetzt hier einfach weiter versuchen, irgendwie das zu hinterfragen, aber Malle, ja, ist okay, dass ihr Nazis euch gegenseitig wählt. Ihr wisst hoffentlich, wie das Wahlergebnis aussieht. Nein! Was nicht, du? Das ist aber mega geil. Fabi. Hä? Achso, warte. Wer wird gewählt?
Du. Oh, ich bin Dodo. Ja, von mir aus läuft, ja. Nein. Das ist eigentlich ja, die beiden sind die Faschos. Läuft. Obwohl, nee, warte mal, du musst ja für die Faschos wählen. Du musst ja wählen. Ja, läuft. Ja. Aber das Spiel hat gerade erst angefangen. Das ist ja, eben. Bewiesen. Also, es ist gar nichts bewiesen. Ich weiß gar nicht, was hier für ein Problem hat. Alle Leute. Weißt du, es ist noch zustande gekommen. Eddie. Weißt du, Hini denkt schon wieder einfach mal gar nicht nach. Es sind gerade die ersten zwei Runden und er hat schon da ist ein Fascho, da ist ein Fascho, da ist ein Fascho. Jetzt regst du nicht auf, dass hier wieder Theorien aufgestellt werden. Nein, Rex. Rex, es geht einfach nur darum. Es geht einfach nur darum, Theorien stellst du natürlich in dem Spiel auf, nur nicht in den ersten zwei Runden. Weil in den ersten, man kann in den ersten zwei Runden schon viel lernen. Nein. Das geht ja nicht. Du kannst vor allem im ersten Zug nicht viel lernen. Wieso die. Es geht nicht darum, welche Karten gelegt werden, sondern was die Spieler sagen. Aha. Ich sag ja gar nichts. Ich hoffe, du bist bereit dafür, eine rote abzufahren. Fabi? Ja. Was? Achso, wer denn? Ja, von mir aus. Also, weißt du, da kommt jetzt eine rote? Wenn er dir keine Wahl ist, dann ist das so. Ich glaube. Xyph ist Hitler, der muss ja liberal spielen. Du kannst gleich eine blaue legen, stimmt. Auf jeden Fall. Xyph ist einfach nur. Ich bin ein geiler Mager. Na, geht so. Außer wenn er jetzt drei rote zieht, dann müsste ich. Nein, ich krieg. Ja, ich gehe auch von aus, dass du eigentlich eine blaue abgedrückt kriegst. Mein Hitler muss ja liberal spielen. Nein. Muss ja nicht zwingend. Hitler kann spielen, wie er will. Normalerweise hat er ja sonst keine Schnitte. Man könnte ja als Hitler eigentlich auch so spielen wie, als wie ein aggressiver Fascho. Ja. Dass du quasi versuchst, alles auf dich zu lenken. Ja. Ja, und dann denken die Leute, ach, der ist dann bestimmt nicht Hitler. Er hat mir Ich weiß, Xyph darf sich die Karte jetzt angucken, wie meine. Da ich ja der bin, der die meisten Parteien spaltet. Also, ich hatte. Das sind auch meine. Nur drei. Weißt du, du gehst mir auf und sagst, dass ich Hitler sei ich schon, Fascho werde, nimm doch meine. Ja, wenn er deine nimmt, dann kommt hundertprozentig raus, dass du liberal bist. Oder meine. Ja, weil ich liberal bin, Junge. Nein, ja, wenn er meine nimmt, ja, wenn er meine nimmt, kommt wenigstens was Interessantes bei raus, weil wenn Xyph und ich nicht in einem Team sind, dann... Ja, dann nehmen wir doch einfach jemanden, der nicht so aggressiv ist wie du und ich und Rex und nimm Eddie oder so. Nein, ihr versucht jetzt nicht irgendeinen Liberal mit ins Boot zu ziehen, nee. Nimm doch einfach Eddies. Der ist am ruhigsten hier. Hilf mir zu meiner? Ja, nehm ich ihn nicht. Das bringt doch nichts. Außer Hini ist Fascho. Hini ist liberal. Oder Aufmerksamkeit. Danke. Ich hätte nie wieder mal auf Malle geguckt oder auf David. Ich hätte Eddie angeguckt, weil der am ruhigsten ist. Oder ja, oder Malle oder David. Ja, einen von den dreien. Malle oder Dave sind. Weil wir drei sind die aggressivsten. Das bringt einfach nichts. Ja gut, meine Theorie wurde jetzt ja zerschlagen, also Hini kann es ja dann ja nicht sein. Aber das ist trotzdem wieder mega aggressiv. Was kannst du? Will mal den guten alten Rex, der hat schon eine liberale Karte genäht. Und es wird auch mich und Proof mich mal vernünftig. Warte mal, Rex war Kanzler, ne? Die einzige Chance, die ich hatte, war, die ersten drei Karten zu ziehen und Scheiße zu ziehen. Ja, das waren ja drei Rote. Eddie. Ja. Bin einfach mich, du weißt, dass dann eine blaue kommt. Ja, wow, das sagt jetzt auch kein Hitler, ne? Der jetzt versucht sich zu proven. Fabi, wir wissen, ich habe Xyph in der Ecke gedrängt, ich muss liberal sein. Du musst gar nicht sein. Entweder ist Xyph liberal. Das könnte auch eine ausgeklügelte Taktik sein. Nein, ich muss. Asiaten. Wähl einfach mich, ich habe vorhin die andere Liberal-Karte gedrängt. Wähl Malle, der ist mir am ungefährlichsten. Oder Xyph. Keine Ahnung, nee, geht ja gar nicht. Nimm mich. Ich würde Hini ist raus. Malle mal gucken. Ja, eben. Eddie. Obwohl, ja. Das ist ganz gut, weil. Ja, du bist Malle, ach! Nee, du bist einfach wieder viel zu aggressiv hier. Eddie, das ist ganz gut, weil Malle muss sowieso eine blaue legen. Weil, wenn du jetzt nicht drei rote ziehst, dann muss Malle die blaue legen, weil sonst weißt du, dass er Fascho ist. Oh, Rex, lass die Finger von meinen Karten! Warum klaut er meine Karte? Ich hol jetzt die Karte, so du Nutte. So, zieh. Die sind aber wichtig. Wieso will er mir den Präsenstein geben? Fasse! Seid ihr behindert, ey? Kommen die noch klar oder so? Soll ich einen Arzt? Hört ihr da jetzt mal auf? Machen wir die Karten da, Eddie. Achso, mach schon. Leute, Malle, kannst du das hier mal? Rex, jetzt hör mal auf da. Und
David. Ich bin nicht David. Dave. Schon besser. Ah, okay. Nee, er musste ich hatte blaue die legen. Wahl, aber sie ist gefallen. Er musste den blaue legen. Also warum muss das doch nicht hier. Warum, ja, ganz ey? Einfach, weil ich das vorher schon so rausgezogen habe. Ja, nur weil du Walz rausgezogen hast, ist es auch wahr, genau. Eddie hätte auch genauso die Arschkarte wie ich haben können und drei Runde ziehen können. Dave, wie mich. Ja. Dann weiß ja, ich, das hatte ich ja die ganzen letzten Runden, habe ich nie. Ja, lieber ja. Und bei Hini ist ja alles, was Hini sagt, ist zu 100% richtig. Hini, ich bin halt auch an die Prüfung. Nö, ich geh jetzt auf Nein. Nö. Dafür ist mir der zu aggressiv. Ganz Ach, einfach. Fari, Gott verdammt. Nö. Ich hab einfach nur keinen Bock auf dich. Gehst mal schon wieder auf den Keks. Fertig aus. Nein. Rex! Ja, natürlich, Mann. Ja, Ach so, hätten wir Nein wählen sollen? Nein. Ja, das war schon richtig Nein wählen. Rex. Die Nein-Parteien der ist einfach viel zu aggressiv hier. Ja, die Nein-Parteien sind die Faschos, die dreien. Genau. Ja. Das waren gerade aber nicht die Nein-Parteien. Doch, eben. Waren die Nein-Parteien. Nein. Eddie hat, mit Ja Eddie hat Nein gewählt, ich und Malle. Xyf hat Ja gewählt. Ich hab Ja gewählt. Du hast doch Nein gewählt. Nein, er hat Ja gewählt. Ich hab Ja gewählt. Ich weiß ja nicht, aber gut. Dave, ziehst du die drei Karten und gibst mir zwei? Ach ja, ich muss ja drei Karten ziehen. Ich dachte, ich krieg jetzt Karten schon, deswegen. Danke sehr. Ah, okay. Ich hatte keine Wahl. Ja, ich hatte tatsächlich keine Wahl. Ich hab eine rote weggeschmissen, zwei blaue übergereicht. Jo. Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Ja, weil ich ihn ja auch nicht vertrauen würde. Rex, drück mal Eddie. Was soll ich? Du bist Präsident, drück mal Eddie. Eddie ist der andere Liberale. Aber grün ist meine Lieblingsfarbe. Ja, das ist aber nicht klar. Das ist nicht Hitler. Nein, nein, ist er nicht. Ist er auch nicht. Hini ist für mich auf jeden Fall Fascho. Wer Hitler ist, weiß ich noch nicht. Hüf hat mich schon mit Liberalen bestätigt. Ja, Entschuldigung. Ach stimmt, da war ja was. Mhm. Dann spielst du aber einfach nur Scheiße als Liberaler. Nein. Viel zu aggressiv. Ja. Das stimmt ja, deswegen sage ich am Anfang war ich davon überzeugt, dass Hini wirklich. Ja, er spielt einfach ist, er so viel zu aggressiv für einen Liberalen. Du bist ein faschistischer Liberaler. Hini ist alles. Weil Liberaler er Hitler. Hini war vorhin auch liberal und hat da genauso gespielt. Da hat Hini auch mich erschossen, obwohl ich Liberaler war. Ja, aber Fabi ist mit auf deiner Seite, also diesmal höre ich mich nicht. Oder Fabi ist einfach so bescheuert. Ich bin nicht wirklich auf Xyfs Seite. Der ist für mich nur gerade am neutralsten. Mit Dave zusammen. Und Eddie. Hm. Die drei sind für mich am neutralsten. Dave ist auch nicht proven liberal. Hab ich auch nie gesagt. Hat er dir die Wahl hab gelassen? Nein, ich hatte keine Wahl. Mit drei Roten. Ah, okay. Na, das passiert. Ja, ich sagte auch nicht, dass sie. Ich sag auch nicht, dass sie proven sind. Rex, ach, jetzt bin ich Rex wählt den Präsidenten. Will mal Dave. Wir beide haben bis jetzt nur blaue produziert. Ich glaube an unser Glück. Ja. Oh Mann. Malle drin. Es ist nicht gut, dass Rex halb AFK ist. Du darfst nicht. Du darfst Wahlkarte nicht wählen. Weg, das ist fest. Ja, wer darf nicht wählen? Ich würde Hini als Chancellor, weil der von Xyfia als. Ich glaube, das war ich will mich nicht von den, ich will mich nicht von den Faschos erschießen lassen und dann mit der liberalen Minderheit, also mit der liberalen Gleichheit. Aber ist Fabi jetzt nicht Präsident eigentlich? Nein, Malle. Nein, in der nächsten Runde bin ich Präsi. Ja, wir lassen das nicht durchgehen, weil die mich hundertprozentig erschießen und das sind die Faschos. Und dann seid ihr nur noch drei Liberale und könnt die Veto-Power nicht mehr richtig nutzen.
Was die Vito Power ist. Was passiert? Ja. Ich muss eben kurz telefonieren. Wählen bitte. Malle ist Präsident, wir wählen nein, damit Malle mich nicht erschießt, weil ich der einzige provene Liberale bin. Liberalen, also ja. Aber ich habe erfahren, dass ich ihn geprüft habe, hat er wirklich eine liberale Karte gesicht. Ja, wir wählen jetzt nein. Die Liberalen wählen jetzt nein. Fertig Dave ist. Dave und ich haben zwei Liberale zusammengelegt. Ja. Sylph hat mich geprüft. Ich bin so liberal, dass ich verdammt nochmal in die FDP gehöre, so liberal bin ich. Jetzt lass mich verdammt nochmal nicht erschießen von den Faschos, bitte. Hat er recht. Ja, wir wählen nein. Kein Fascho. Also, ja, du bist Präsident, aber du darfst gleich schießen und ich weiß, dass du mir zwei Rote in die Hand drückst. Nein. Also, aufdecken. Ja, da haben wir hier. Rex ist nicht liberal. So, ist nicht durchgegangen. Einer geht weiter. Ich bin. Nein, das läuft da hinten weiter, oder nicht? Nein, ich bin. Es geht jetzt wieder nach der Reihe. Nach der normalen Reihe, wie gerade eben. Nein, der bleibt da liegen. Ja, ist ja nicht zustande. Das bleibt da jetzt so liegen. Ja, schrei mich nicht so an, du Fotze. Also. Ja, Dave, wenn du Hitler bist, ne? Das ist echt gut. Ja, eben, das überlege ich nämlich gerade auch. So, scheiße, kann Dave jetzt Hitler sein? Ich bin kein Hitler. Deswegen würde ich Dave Dave nicht wählen wollen. Wie ist denn? Hini ist raus. Hini ist raus. Hinis Internet ist weg. Das heißt jetzt was? Was machen wir jetzt? Dass wir weiterspielen. Er wurde ja geproved von Xyph. Als, Dingens, Bummens. Liberale. Genau, dankeschön. So. Will dann jetzt gleich Dings dazukommen? Wer? Wer ist denn jetzt? Michael? Nein, das ging nicht ums Spielen. Es ging in meiner Gruppe darum, wegen dem Schreiben. So, also Dave würde ich jetzt eher weniger wählen wollen. Rex! Ja, bitte. Was sagst du denn? Eddie. Ich bin müde. Oder? Eddie? Ja, lass mal aufgehen. Nee. Ja, jetzt schon. Ja, doch. Ist aber bei Dave bin ich mir nicht sicher, ob der Hitler ist. Ich weiß es nicht. Eddie kann genauso gut Hitler sein. Ah, scheiße. Ich hoffe nicht. Ja, jetzt lassen wir es. Wir gehen es durch. Mach nein. Wir lassen es durchgehen und dann fertig ist. Was denn? Nein? Nein. Ja. Mach denn nein? Nein. Ja, ich glaube aber nicht, dass Eddie. Ich glaube nicht, dass Eddie Hitler ist. Nein. Ich glaube es nicht. Jetzt leg was hin, aber nein. Ich glaube nicht, dass Eddie Hitler ist. Und umdrehen. Das macht er direkt ja, Alter, ohne Witz. Bist du Hitler? Bist du Hitler? Nein. Sag ich doch, Für mich ist Dave für mich ist Dave am ehesten Hitler. Grad. Frag mich nicht warum, das ist einfach nur so ein Gefühl. Liegen lassen, nichts angucken, ne? Ja. Ich hab sie deleted. Achso, ja. Deleted scenes. Erst wegwerfen, genau. Tadam! Bam! Nein, ich habe ihnen nicht die Wahl lassen können. Das ist korrekt. Ich habe drei rote gezogen. Bam, nehmen Sie die Waffe. Der wird erschossen. Das Ding ist, Wen erschieße ich jetzt? Wenn das stimmt, was ich im Kopf habe und halt einfach Koax, Zyph und Malle die Faschos sind, dann werden jetzt halt die Faschos gewonnen haben. Weil die dann in der Überzahl sind. Ja, aber wen erschieße ich jetzt? Ja, erschieß mal dich. Ich fand. Da ich annehme, dass du ein Fascho bist. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dave es ist, weil er andauernd jeden beschuldigt. Nee, ich beschuldige einfach nur euch die ganze Zeit. Rex oder Malle? Was bin ich? Ich glaub Rex oder Malle. Okay, dann schießt Eddie, Alter. Was? Nee, ich glaub Eddie und Rex nicht, nein. Also die sind nichts. Nee, aber Eddie ist gemein zu mir, also los. Ja, das ist was anderes. Eddie ist zwar gemein zu dir, aber... Nee, der ist mir am... Ich bin jetzt ganz ehrlich am überlegen zwischen Malle und Dave. Malle, schieß mich halt. Ja, oder mich. Mach es. Ja, was denn? Malle oder Dave? Oh Gott, Alter. Komm, Fabi, erschieß mich. Eddie. Nee, dann mach. Dann mach, Ja, doch, mach mal Dave. Das Ding ist, wenn du mich jetzt erschießt.
Warst du Hitler? Bist du Hitler? Warst du Hitler, Dave? Das darfst du jetzt noch sagen. Dave? Ich hab mir schon die Karte hingelegt, ich war nicht Hitler. Ach so. Okay. Dann haben wir wohl einen Fascho erwischt. Immerhin. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade das Todesurteil für die Liberalen unterschrieben. Weil wenn du mich schon das entscheiden lässt, dann... Ja, weil du für mich liberal bist. Du bist eine Potsau. Nein, du bist für mich liberal. Ja, bin ich auch, aber du bist eine Potsau. Entweder bist du liberal oder du bist Hitler. Nee, ich bin... Und Xyf ist für mich am wenigsten Hitler. Ja gut, ich geb's zu, ich bin Hitler. Also ich würde jetzt Xyf wählen, Malle. Mich kannst du nicht wählen, Eddie nicht, Rex sag ich nein, weil ich bin mir nicht sicher, ne? Ja, für mich ist jetzt Xyf, Xyf ist für mich weniger Hitler. Boah, ja, muss ja irgendwie. Ja, eben, also ich würde den durch... Und Rex bin ich echt immer unsicher. Ne, ich hab, jetzt hab ich schon gelegt, jetzt zu spät. Aber für mich ist Xyf weniger Hitler. Und Rex für mich mehr. Deswegen, ja. Deswegen wählen wir jetzt alle ja und umdrehen. Ha! Gewonnen. Yes! Nice! Ah, der Führer! Fabi und Süf richtig. Ja, wart ihr auch. Hini auch, von Anfang an richtig. Aber ich hab erst gedacht, dass Malle mein Tier, also... Oh, Rex ist raus! Rex, warum bist du jetzt instant raus? Nee, Rex spielt Half-Life. Blöd, Alter, ohne Witz. Warum? Nur behinderte Kackspasten. Ohne Witz, Alter. Ja, sehr gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen hier für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis euch. Och, Rex. Das andere Spiel, was da irgendwie nochmal gespielt werden sollte, war das Hini, der das ganze Zeit gesagt hat? Was? Ich bin immer. Schönen Abend noch. Irgendwie ist ciao. Ihr Rex, was los? Bist du jetzt sauer? Jetzt, guck mal, jetzt kommen die Zuschauer rein, jetzt wo wir zu wenig Leute sind. Das ist so fies verletzt wurde ich noch nie. Also Rex. Ist auf jeden Fall jetzt weg. War doch nicht so empfindlich. Oh, Rex, 5er Runde? Empfindlich? Ja, empfindlich. Ich ficke dich. Rex, 5er Runde, ich krieg gerade die Zuschauer en masse. Bitte. Was heißt denn hier en masse? 3 Leute? Oh, nee, ich bin jetzt gerade bei 10. Was? Ja! Oh mein Gott, ich werde. Also komm wieder rein. Komm wieder rein, wir sind jetzt, machen eine 5er Runde, eine kleine. Marc, du guckst. Nach der Marc, Runde bin ich aber dann noch auf. Ja, das ist okay. Marc, du bist ja noch dabei. Marc guckt mich auch zu. Marc, wir schreiben dir jetzt gleich wieder alle, ja? Mann, wir warten jetzt noch. Also wieder Marc schreiben. Wieder Marc schreiben, ja. Mann, ey, dann. Ja, na gut. Ich will eigentlich nur in Ruhe eine schöne Runde Half-Life 2. Ja, ach, Rex, ich hab dich doch trotzdem lieb, auch wenn ich dich verarscht habe. Ist das online? Ja, ohne Witz. Nee, aber... Ja, komm, ich hab dich ziemlich reingeritten, oder? Ach, ich fick dich. Und Eddie, du bist so ein Vollidiot, weißt du das eigentlich? Wieso? Ohne Kack. Situation, wo nicht gerade klar war, wer ja und wer nein gewählt hat. Da habe ich doch extra gesagt, du hättest nein gewählt und Xyf ja. Ja, ist doch egal, damit habe ich mich aus dem Fadenkreuz rausgezogen. Ja, dich, du bist aber uninteressant. Hitler muss aus dem Fadenkreuz raus. Ich wollte Xyf rausziehen, deswegen wollte ich dir die Schuld zuschieben. Wenn wir beide jetzt confirm Faschos wären, das ist nicht so wichtig. Ich dachte mir nur so, nein! Ja, habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Ich wollte Xyf unbedingt aus der Schussbahn rausholen, weil jetzt gerade keiner genau wusste, wer was gelegt hat. Ich hatte aber drauf geachtet. Deswegen hatte ich. Hat doch trotzdem noch ganz gut funktioniert. Ja, hat noch. Aber boah, ich dachte mir so, nein! Wer geht morgen für mich arbeiten? Ja, ich weiß auch nicht, ich will auch nicht. Eddie, gehst du für mich zu Frühschicht immer Nachtschicht? Nee. Rex, willst du eine Farbe? Weiß ich nicht. Ja doch, nimm wenn doch du Pink. Pause. Nämlich. Aber ich dachte mir in dem Moment so, na, ich hab dir doch auch geschrieben, ne? Du bist so ein Idiot! Ja, hab ich gesehen. Aber wie war das von wegen nicht schreiben? Nee, das gilt, wenn da eine Kugel liegt. Wenn ich jetzt so mache und dann soll man mit Xyf nicht mehr kommunizieren. Wenn ich dir jetzt als Fascho schreibe, du bist ein Idiot und mir nicht, dann ist das nicht so schlimm. Mhm. Ich kann nicht. Harz? Team Harz? Ja.
Oh, nicht du, Herz. Team Herz. Jetzt nicht mehr. Oh. Nee, du musst Change Color und nicht Change Team. Oh, Alter, ey, richtig schlauer Mensch, du. Wichser. Warte, ich mach einfach. Aber ich kann. Ich mach einfach eben kurz den Raum nochmal neu auf. Boah, Junge, ey, du Fatze. Ich bin nur mit dreckigen Untermenschen. Alter. Ey. Raum ist auf. Ja, als wenn, Alter. Oh, Lacke. Aber da hab ich dich schon ein bisschen reingeritten mit Dave, ne? Reite gleich in dich rein. Mit meinem Schwanz voran. Geil. Was war das? Penispumpe, ne? Ja. Ja. Du Fotze, du klaust mich schon wieder. Ja gut, dann nehme ich weiß. Stolz. Wollen wir tauschen? Piss dich. Verpisst du dich doch, die Drecksuhre. Ich fixe. Seid ihr denn alle so aggressiv? Der ist nur sauer, weil er verloren hat. Ich kann nur noch gelb nehmen, ich kann nicht pink oder... Ja, dann nimm gelb. Ja. Kannst auch eigentlich nicht. Auch, so, und wir nehmen wieder die Karten. Haben wir schon? Ja. Der Rex, der hat keinen Headzone. Aber das ist jetzt die... Zone, Junge. Echt? Das ist jetzt ja so, dass Hitler und der Faschist wissen, wer einander sind. Genau, Hitler ja, und jetzt, der Fascho wissen. Damit du Bescheid weißt, Marc. Vicky Fascho. Und wem müssen wir schreiben? Marc. Marc. Wer ist Marc? Marc. Deine Mutter. Neo. Ach, Neo ist Marc. Okay. Neo Dero, ja, ja. So, warte, ich muss ihn mir mal schreiben, hups. Warum ist hier noch was drin? Achso. Habe ich Marc überhaupt abgespeichert? Ja, habe ich. Marc muss ich jetzt schreiben, was ich bin, ne? Ja. Mhm. Weißt du, dann guckt man irgendwann immer jetzt in den Chat rein und stehen nur die ganzen Sachen, was man vorher war in diesen Runden. Ja, deswegen sollst du ja auch nicht in den Chat gucken, damit du nicht weißt, oder in den Stream. Ich gucke gar keinen Stream, ich meine meinen Chat, wenn ich jetzt WhatsApp... Ach so. Sind wir bald da? So, wir können. Ich würfel. Ah. Orange haben wir nicht. Lila auch nicht. Lila auch nicht. Oh. Nein, nicht so. Oh. Ah, Gelb, Malle fängt an. Malle ist Prisi. Spielst du eigentlich schon? Ich hab gar nicht aufgepasst. Malle ist Prisi. Oh, hey. Oh Magga! Mädels! Nur behindert hier aus oben. Nur behindert hier. Nur kleine dreckige Wichskinder, Alter. So, wem willst du? Nee, nicht Eddie, Eddie ist Hitler. Eddie ist okay. Noch nicht mal. Ja, nee, ich weiß das, ich hab's gerochen. Du kannst mir aber gleich am Arsch riechen. Geil. Und geil. Umdrehen! Direkt erste Runde. Aff. Glitscht. Ja, wo war gerade das glitscht, Alter? Was hab ich denn noch? Wenn jetzt die Faschisten alle 6 Karten voll haben, haben die automatisch auch gewonnen, ne? Ja, richtig. Und für neue Aufnahmen habe ich ganz vergessen, muss ich auch ansagen, wann ich einblende, wer was ist und wann ich ausblende, wer was ist. Auf Glitch. Das habe ich jetzt die ganzen Aufnahmen über vergessen. Das muss was ich hast nach, du vergessen? Dein Leben. Anzusagen, wann ich einblende und wieder ausblende, wer was ist. Er hat mir keine Wahl gelassen. Für die. Ich habe auch 3 blaue gezogen. Zwei blaue gleich geburnt, blaue. Alter. Nein. Nice. Nur noch 50 Blaue. So,
Wie willst du, Krüf? Will mich, ich will mal nicht nur für Rote verantwortlich sein, will mich, ich will mal nicht nur Rote legen müssen. Ja doch, leg mal Rote, Alter. Hier, komm, gib mal her. Ja, komm, ich mach mal weg. Ja, ist auch okay. Warum ist das für ein Ja, hier, Eddie, mach ja und Malle auch und Xyp auch. Das ist irgendwie ja, schon komisch, dass schön. Er unbedingt gewählt werden will. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt war eh egal. Catch me outside, how about that? Catch me outside, how about that? Oh, die Chance. I can bring that camera outside. Was ist das denn für eine Scheiße? Das sind Karten. Xyp, Ruhe, wenn du die Karten hast. Nee, ich hab mir in Hosen gekackt, deswegen. Das passiert gelegentlich, ne? Gelegentlich. Gelegentlich. Ich lass mal andere Musik laufen. Sehr schön. Er hat nicht die Wahl gelassen und ich glaube, er hat schon wieder drei blaue gezogen. Ich hab drei blaue gezogen. Warte mal, kann es sein, dass wir den Stapel nicht gemischt haben? Ja, das ist wahrscheinlich dazu gekommen, ja. Drin ist. Jetzt bringt's ja eh nicht mehr. Nur noch rote drin. Dann, die vom Ablagestapel wieder rein und dann mischen wir nochmal. Ja, mach mal. Ja, mischen wir jetzt wieder. Machen wir so. Achso. Doch, dann machen wir so. Ach stimmt, ja, stimmt. Ja, sonst ist unfair. Ja. Naja, unfair. Dann machen wir nochmal so. Nee. Und Malle. Oder nee, weiter nochmal. Nochmal weiter? Gut. Meine Musik ist gerade ein bisschen zu laut. Ja, wir müssen aber trotzdem noch Karten legen. So, wir machen jetzt nochmal neu. Wir haben einfach vergessen zu mischen. Egal. Warum hat Eddie eigentlich alles? Wieso hast du denn den Chancellor gelockt? Weil ich König bin. Ich bin König. Ach, jetzt bin ich Präsi. Meine Musik möchte nicht so wie ich. I'm the President. Na, das war ich nicht, ich bin grün. Ja, das warst du. Hä? Ich hab meine Marki egal. Mädels, ach, ganz entspannt. Wer? Doch, mach Fabi mal zum Hitler. Zum Hitler? Mach Fabi zum Hitler, was? Oh. Die ist auch aufglitscht. Ist auch aufglitscht. So. Nein, mach nicht, Fabi. Nicht, nein. Ich möchte mal auch. Ich möchte mal dafür zuständig sein. Nein, Malle. Ja. Ey, wie behindert bist du denn? Da haben wir schon den ersten Fascho. Ich hab Bock zu saufen. Nein. Mach doch. Du Alkoholiker. Nee, ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, Henny, komm, bist du mal nicht da? Vergessen wir zu mischen, ich weiß. Hat er geschrieben im Stream? Ja, der guckt im Stream mit. Hallo, Henny. Ich grüße meinen Fan, Henny. Unseren treuesten Fan, Hini! Als Reisfresser. Alter. Schäm dich. Ah, Ficky. Ja, krieg ich mal Karten? Nö. Nur eine Sekunde. Verpiss dich, ich mag keine Karten. Whee! Ich hab die Wahl gehabt. Glitscht. Stimmt diese Aussage, die trotz? Ja, natürlich. Okay. Oh, ich finger dich. Hini grüßt dich zurück. Hallo Xyp, Herzchen. Bitte. Ja, ja. Wer ist es auch weiter oder seid ihr eingeschlafen? Nee, ist alles vorbei, Alter. Das Leben ist vorbei. Das Leben ist aufgelöst. Kann ich mich selber wählen? Ja, hier. Doch, ich möchte mich als. Ich bin König. Nein. Wieso geht das nicht? Darum. Jetzt spiel von dem König weg. Hat jetzt Fabi die blaue gelegt? Oder ist das? Ja, ich hab die blaue gelegt. Mhm. Oh. Kalte Taste. Ich hab Fabi die Wahl gelassen und Fabi hat die blaue gezogen. Oh, ich bin. Ja, du bist ein Arschloch. Ich werd König. Ja, das ist okay. Jo, ne, dann schmink mal Rinde auf den Tisch, dann Schiete. Ne. Okay, Malle, was. Malle ist, glaube ich, Fascho. Alles klar. Ich bin euer Führer, ne? Never trust the Rex. Was denn? Doch, ich trust the Rex. Rexilein. Zieh drei Karten. Ich mag meinen Rexilein. Wo ist? Wo ist jetzt?
Du hast zu viel Papier hier. Miau. Ich bin müde, ey, man merkt das, glaube ich. Ja, sind sie, ich aber auch so. Fabi hat sich gemutet. Ja, weil ja. Fabi stinkt. Das ist schon gut. Danke, dass Pardon. Fabi musste mit Marc telefonieren, damit er weiß, wo was ist. Nee, ich bin aber, glaube ich, irgendwie raufgekommen, keine Ahnung. So, die erste wegschmeißen und die andere legen. Ja. Genau. Ich bin behindert. Sehr schön, ihm wurde die Wahl gelassen. Ah, ja, gut, ja, gut. Gut, gut, gut. Das Malle ist dann schon mal safe Fascho. Ja, du bist Hitler. Ja, deine Mutti ist Hitler. Gott, geil wär's, Alter. Ich bin jetzt erstmal Präsi. Ich glaube, ich trinke jetzt einfach mal eine Liter Flasche Ketchup aus. Wie viele also Faschos gibt es denn in der Runde jetzt? Ein. Okay. Also ich nehme Eddie. Ja. Mhm. Weil Malle will ich nicht. Malle riecht komisch. Ja. Ja, Leute, wählen, Rex. Achso, Entschuldigung, ich bin eingeschlafen auf der Tastatur. Xyphil. Und Umdrain. Jawoll. So geht das. Jetzt machen wir das Spiel hier. Das rocken wir jetzt hier. So, ich zeig mal alle drei Karten für die. Für die Dingsies. Für die Dingsies. Für die Dingsies. Für meine Zuschauer. Eddie, du Spast. Was ist denn? Was sollte das denn jetzt? Du versuchst die ganze Zeit die Rollenkarte zu klauen. Ist das dein Ernst? Das hab ich nicht gemacht. Eddie, da liegen deine zwei Karten. Alter, seid ihr dumm? Eddie ist böse. Eddie ist jetzt richtig sauer. Ich fick euch gleich, Alter. Alter, Eddie, ey, komm her zu mir. Wenn er erstmal Hitler ist. Rast mal komplett aus. Ah, sehr gut. Leg die richtige, Alter. Leg die richtige. Du Spasti. Nein. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Ich hab eine rote abgelegt. Du hast ihm eine Wahl gelassen? Ja, ich hab zwei rote gezogen und eine blau. So, dann it's going on. Weiter. Jo. Digga, also, Leute, ihr seid doch ganz gut. Spastenhuren. Auf damit. Dann lockt doch einfach eure Karten, Mensch. Wie geht das denn? Mit L. Mit L. Mit L? Ja. Und dann kann ich die anderen beiden nicht mehr hochheben. Ja und nein, lässt du ungelockt und die... Die sind jetzt aber wieder entlockt. Oh, Digga, bist du behindert? Ich hau dich gleich weg, du Nutte da hinten. So. So, wen wählst du jetzt, Malle? 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 Wen wählst du? Rex. Okay. Ja, das ist okay. Ja. Eddie, du musst ja wählen. Achso. Glitch. Auf jeden Tag bin durch hier, ja, du kriegst gerade. Danke. Meine Karten entlocken. Nur du kannst deine Karten entlocken. Ich weiß aber, ich mach das auch irgendwie aus den anderen. Nee, aber es ist, wenn... Was hast du meine Karten reingeklaut? Es ist, wenn du eine Karte von der Hand legst, dann wird die ganze Hand wieder unlocked. Ja, das passiert, weil die mir meine Karten klauen. Ja, das passiert, blablabla. Weißt du, was für eine dumme Stimme weißt du hast? Deswegen habe ich so eine große Zeit. Oh, Leute. Leute, können wir jetzt vernünftig spielen? Beherrscht doch mal ein bisschen. Immer nur die einzelnen Rollen. So. Also ich glaube, wir Liberalen, wir rutschen ja, jetzt so durch. Das ist ja echt gut, also bisher nicht eine rote. Ich muss diese Aussage bestätigen. Ja. Xyphis. Xyphis Hitler. Xyphis Traitor, erschießt ihn. Kugel weg. Rot. Ja, dann kommen jetzt aber ja erstmal nur rote, ne? Das kann sein, oder wir haben Glück. Eine ich will mal Malle. Kannst du nicht, er war Präsi. Ach, stimmt ja. Mich oder Eddie? Wenn du mich den. Ist eigentlich scheißegal, wen du willst, wirklich, weil wenn eine rote liegt, ist er so lax. Ja, eben. Und jetzt werden jetzt erstmal nur rote kommen. Glaube ich auch. Das könnte sein. Ich bin König. Ich bin der König. Oh. Oh, oha. Was da denn los? Ich glaube, oha. Hier haben drei. Wow.
Oh, Fabi, letztens habe ich deine Mutter gefickt. Oh. Wohin? Oh. Wohin? Wohin? Oh Mann. Auf Eddie. Die Karten wurden geilen zu schnell Dreier gemischt. Die eine Karte. Oh Mann, Rex. Ja, dann kommt die da halt wieder rein. Ach. Oh. Alter, jetzt habe ich beide Karten übereinander. So. Ja, ich hatte halt keine Wahl. So, Alter. Nein. Ich hatte drei Dingsen. Ja, genau, Alter, genau. Ja, ich hau dich gleich weg dahin, du Nutte. Nutte. Die letzte Karte muss auch noch mit den Stapeln. Der fickt doch dickere Frau. Fick die Dicken, oh, fick die Dicken. Oh, Alter. Eddie, mach mich mal zum Kanzler. Ich will König sein. Ja, komm. Nee, Instant Nein, er hat meine Mutter beleidigt. That guy, that guy. Ich hab Instant Nein gemacht. Come on. Instant Nein. Malle. Mach ja. Malle, mach Nein. Malle, ich ficke dich. Jo, die ist vom Tisch gefallen. Ja, hallo, umdrehen. Malle, ich hab eben die Kugel wieder eingefangen. Mir wurde meine Nein einfach rausgezogen. Jetzt sind wir wieder schon, ne? Ja, gelegt ist gelegt, Mann. Ist so. So fängt auch heute hier. Fabi redet schon wieder nicht mit uns. Ja, Fabi ist voll der doch. Wichser. Oh. Fabi mutet die ganze Zeit. Wie mutet der mich denn jetzt die ganze Zeit? Zeit seine Mutter beleidige. So, hier. Boah, ich schwör's dir, ne? Eddie. Take dies. Eddie. Eddie. Mhm. Hast du es gerade wirklich getan? Ja. Eddie. Eddie. Oh nein. Also das ist ja jetzt echt für die Faschisten gar keine Chance. Ja, weil Xyf einfach viel zu liberal gespielt hat. Oh, Xyf. Ich wusste, dass du Hitler bist. Ich wusste es. Ja, weil Xyf auch einfach mal so mega liberal gespielt hat. Ich wusste halt nicht, wie ich den da rausbekommen soll. Hier. Oh. Immer dein Vater hier. Fuck this shit. Ich hab mich gerade wieder so ein bisschen erschrocken. Ich auch. Wie wär's damit? Was Nein! Ich hab noch die Karten! Aber wir können auch. Ja, gut, dann spielen wir. Dann, genau, wie UNO funktioniert. Dann spielen wir das. Auf jeden Fall. Was ist das denn? Cards Against Humanity. Hör auf. Oh, hör auf. Leute. Hört auf, die hier rumzu. Leute! Lieber UNO. Gut, dann spielen wir UNO. Ich kenn das Spiel nicht. Lieber UNO. Finger weg. UNO. Muss man sich wieder seinen Bereich markieren? Nein, ja, könnt ihr machen. UNO. Wie viele Karten waren das? Lieber UNO. 7. UNO. Lieber UNO. Wo bin ich? Ach, ich bin gar keine. Doch, lieber ich bin UNO. Braun. UNO. Lieber UNO. Oh, UNO. Lieber braun. Ich bin das. Nein, lass es. Was soll das? Was Leute. Willst du keine Karten haben oder was? Nein, das geht anders. Das geht anders. Hey. Achso, für alle meinst du, machst du ja, das? Ja, ne? Also Finger da weg. Eigentlich im Bereich trotzdem markieren? Leeren Plätze aus. Ja. Fabi. Was? Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz einfach. Seht ihr meine Karten jetzt, so wie ist das? Moment. Oh Gott, Alter. Classic. Nein, die sind verdreht. Hä? Oh. Was ist jetzt denn? Was war das denn jetzt? Ey, Kakerlaken. Was ist hier denn passiert? Viewporn! Scheiß Taschenrechner, verpiss dich! Keine Schule hier. Hier keine Schule. Digi, was machst du da? Was ist denn jetzt hier passiert? So. Was passiert da? Wer wollte in die Schule gehen? Was blaberst du nicht? Ich wollte auf Viewporn gehen. Ich dachte, wir spielen jetzt UNO. Ja, ja, tun wir ja auch. Lieber UNO. Lieber UNO. Lieber UNO. So. Lieber UNO. Wir gehen von oben. Rex 1, Malle 2, Xyf 3, Nitrox 4, ich 5. 3. Xyf beginnt. Ah, Xyf, du Wichser. Wo sind die Karten hin? Ja, du hast sie gelöscht, du Wichser. Was hast du denn gemacht? Oh, fuck, falsches Spiel. Ey, nein. Ey. UNO. So. Lieber UNO. Ja, das war ja auch. Überhaupt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum kriegt Xyf keine Karten? 3, 4, 5, 6, 7. Xyf hat keine Karten gekriegt.
So, Xy fängt an. Ja, was muss ich hinschmeißen? Wie geht das Spiel? Achso. Zack. Ich hab das vergessen, wie es funktioniert. Zack. Xy schummelt. Du musst entweder die gleiche Zahl oder die gleiche Farbe. Die gleiche Farbe, ja, ja. Oder ja, ja. Zahl. So eine Scheiße. Ey, lass die Finger von meinem Kack. Mann, ich würde spielen im Uhrzeigersinn oder was? Ja. Bitte. Malle, ja genau. Ja, Fabi, jetzt mach. Ja, ja, ich musste gerade die Dings aktualisieren. Verpiss dich. Halt's Maul, was soll das? Ja, kotzt euch hier hin. Aftglitschen. Ja, dies will ich aufglitschen. Wenn ich jetzt Karten neben den Tisch schmeiße, Fabi, dann kommt er wieder auf den Tisch. Ja. Oha. Schade. Fick dich, Malle. Fick Malle dich. Muss aussetzen. Es sei denn, er hat auch eine Aussetzenkarte, die kann er da drauflegen. Hab ich nicht. Ja, du Spasti. Du bist ein Spasti. Kann mal jeder seinen Cursor für sich behalten? Ja, fangen wir mal alle an, hier rumzugrutschen. Was ist das? Xyf, ich möchte mit dir Händchen halten. Nee, ich hab doch schon. Ich hab die 7 gelegt. Hier. Malle. Ich nehme mich in die Miste, ich finger nicht die Fiste, ne? Malle. Was Malle. Denn? Du bist dran. Dran. Ich werd abgelenkt von euch, Mann, das nervt voll. Alter, der hat immer auf den Tisch gewickelt. So. So. Ich kann. Und Fabi muss 2 ziehen. Boah, Alter. Ja. Boah, Alter, ey, du fährst hier ganz harte Geschütze. Ja, Fabi, dann zieh mal. Ich hab schon 2 gezogen. Hast du nicht? Ja. Hast du nicht? Was hab ich denn gemacht? Da. Ich hab die Karte von mir umgedreht. Ja, hier, Malle, zieh mal 2. Oh. Seid ihr behindert, Alter? Erst mal meine eigene Karte umdrehen. Mann, ja, kriegst du wieder. Hey, was ist jetzt kaputt? Was macht ihr denn da? Mir wurde Joker geklaut. Oh, Alter. Die hab ich da gerade aus Versehen rausgeflippt und hab ihn die wieder zurückgehauen. Bin ich dran? Ich bin ja, dran, ne? Ja, du bist dran. Ich wünsch mir Geld. Da ja, ich kann nicht mehr. Komm, Max, du verpiss dich mit deinen hässlichen Wichsgriffen. Ja, schade, Fabi, ne? Alle gelockt. Ah, Flint. Läuft der Stream überhaupt noch? Ja, ja, der läuft noch. Wer guckt sich denn bitte sowas an? 3 Leute! Ja, so, komm, können wir? Wir sind schon alle weggegangen. So, wer ist jetzt dran? Rex ist dran. Ach so! Gelbe Karte. Gelb. Ja. Ach, die sind gelockt. Gelb. Ich wundere mich, wieso ich meine Karte nicht bewegen kann. Mann, ey, ich steh gleich auch vom Tisch. Das macht doch keinen Bock mehr, Alter. Na, hups. Glitch auf. Oh. Hä? Was ist das? Oh Mann, was? Was war das? Mann! Die Karten aneinander gekommen. Oh Leute, ey. Dazu hässlich. Oh, das ist Schmutz hier, Alter. Du Wichser, ich sag dir, du Untermenschen. Wir können auch das spielen. Was für ein Nein. Was ist das? Nein. Bei mir ist gar nichts. Doppelt. Ich weiß. Hey, Little Pony. My Little Pony. My Little Pony Friendship is Magic. Das viel Schlimmere ist, warum weißt du das? Woher kennst du das? Weil er selber gespielt hat. Ich glaube auch. Woher ich das kenne, unten links im Chatverlauf steht. Aber wie wär's damit? Nein, nein, wie wär's damit? Nee. Eine Runde? Will ich nicht. Will ich nicht. Karten sind mir zu klein. Karten sind mir zu klein. Karten sind zu klein. Es ist mit dem Rex mit dem Staubsauger dran. Die Karten sind ein bisschen zu klein. Rekt, Alter. Die Karten sind aber ein bisschen klein. Wie macht man die so? Rotal! Cool? Ein Sakra. Leute. Wie macht die so groß?
Leute, ich würde mal sagen, wir sind fertig mit dem Stream. Wir sind ein bisschen durch mit der Welt. Erst TTT-Aufnahmen und dann Secret Hitler hat uns ein wenig fertig gemacht. Oh. Ich würde mich da mal bei euch verabschieden. Ihr Wichser. Ich habe die Olibris. Leute, reingehauen und auf Wiederschauen. Ja, verpisst euch. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Kommt bloß nicht.